Uns verschlägt es heute in ein lauschiges Dörfchen im wunderschönen Schweden, wo eine anarchische Göre an den Grundfesten unserer gesellschaftlichen Normen und Regeln sägt. Wer ist dieser kleine Punk? Wir sprechen natürlich von Pippilotta, Victualia, Rollgardina, Pfefferminz, Ephraims Tochter, Langstrumpf. Wir lassen Pippis schönste Abenteuer Revue passieren und haben uns dafür eine echte Kinderbuchautorin eingeladen. Warum ist Pippi Langstrumpf der Prototyp aller Kinderbuchhelden und was muss man überhaupt beachten, wenn man sowas schreibt? Was können wir von Frau Langstrumpf lernen und wie funktioniert antiautoritäre Kindererziehung? Das wird richtig schräg. Viel Spaß bei einer bunten Folge ohne Regeln und fast ohne Erwachsene. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Hallo bei den Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Hier in Hamburg im Studio sitzt bei mir der Richard. Skål! Oh, mein... Ach so, wegen Schweden. Ja, mein Name ist Fred. Hallo, unser dritter Stammpodcaster Tobi ist heute nicht dabei. Die offizielle Erklärung der US-Regierung ist, dass er im Urlaub ist. Die russische Regierung hat sich auch gemeldet, sie dementieren, dass er weg ist. Ja, Tobi hat sich für eine Woche abgemeldet und das gönnen wir ihm sehr. Der macht irgendwo im Harz in so einem Wellness-Hotel Hot-Stone-Massage und so einen Scheiß, glaube ich. Ja, sagt er, aber er liest Kinderbücher, denke ich. Er hat sich heute gemeldet, dass er sich beim Spazierengehen verlaufen hat. Ja, Mann. Und er meinte mitten in der Walachei, aber hey, so das passiert, wenn du entführt wirst in ein Kurhotel. Richtig, ja. Aber wir haben uns einen mehr als würdigen Ersatz für Tobi geholt. Für das heutige Thema perfekt passend haben wir eine echte Kinderbuchautorin eingeladen, nämlich Sarah M. Kempen. Hallo. Moin. Sarah, geht's dir gut? Ja, sehr gut. Du bist schon langjährige Kack- und Sachhörerin, ne? Ja, ab der ersten Sekunde. Tatsächlich. Geil. Also, ja, irgendwann hast du mal auf Facebook gepostet, wir haben einen Podcast. Da habe ich gesagt, geil, und habe sofort draufgeklickt, noch mit dem alten Logo. Also wirklich, ich glaube, viel früher geht's auch nicht. Ja. Ja, man muss dazu sagen, dass wir uns schon kannten, weil du hast an derselben Hochschule wie Tobi, Richard und ich in Hamburg an der Medienakademie studiert. Und daher kennen wir uns. Sie öffnet verschämt ihren Radler. Und... Ihre du, Limonade. Und du, widersprech mir jetzt in deiner... Alle Biere sind toll, Fred. Limonadenbaum. Die Limonadenbaum. Widersprech mir, falls ich in deiner Vorstellung was verkacke. Du hast TV-Journalismus studiert an der Medienhochschule. Du hast dann während dem Studium aber gemerkt, dass du eigentlich viel mehr Bock auf richtiges Schreiben hast. Ja. Warst Stipendiatin an der Akademie der Kindermedien. Ja. Und hast diverse Kurzgeschichten geschrieben, zum Beispiel The D-Files, die Drachenakten oder die Helden-WG. Und einigen wirst du bekannt sein, weil du ein paar Jugendromane geschrieben hast, allen voran Akademie Fortuna, von der es mittlerweile 3 Teile gibt, wo Kinder an einer Wahrsager-Akademie ausgebildet werden. Ja, so ein bisschen, also ich sage immer, es ist ein bisschen wie Harry Potter, nur mit Wahrsagen und ein bisschen bekloppteren Namen. Okay. Du hast noch ein Buch geschrieben, Lilo und Moder, in dem ein Mädchen eine Zombie-Familie kennenlernt. Ja, ich sage immer, es ist ein Ekelbuch für Mädchen, weil es sonst immer Zombie-Bücher immer nur mit Jungs sind, aber in diesem Fall ist es dann tatsächlich mit Mädchen. Und du machst und ja noch ganz viele andere Sachen. Was machst du noch so? Ich bin tatsächlich hauptberuflich Drehbuchautorin. Ich schreibe ganz, ganz viele Serien, die im Kika ausgestrahlt wurden. Also Zeichentrickserien hauptsächlich. Ich arbeite noch mehr mit. ich arbeite an Kinofilmen tatsächlich. Ich habe auch einen eigenen Kinofilm, der jetzt schon in einer ziemlich weiten Phase ist. Ich habe... Wow. Ja. Und sonst, Bücher... Serien, Filme. Sag mal, 2, 3 freiberuflich, ne? Ja, genau. Ja. Ich kann tatsächlich mittlerweile vom Schreiben leben. Sehr schön. Das ist ganz geil. Krass. Das ist schon mal krass. Das ist ganz geil, ja. Sag mal 3, 4 Sachen, die man von dir aus dem Kika kennen könnte. Ja, also, ist immer so ganz schön, weil
Erwachsene, die Kinder haben, sagen immer, geil, das kenne ich alles. Und andere sind immer so, sagt mir gar nichts. So am bekanntesten ist vielleicht die Zeichentrickserie zu Lieselotte. Das ist so ein Bilderbuch-Kuh. Mhm. Dafür habe ich geschrieben. Ich habe geschrieben für eine Wissenssendung namens Wuselgusel, Petronella Apfelmus und Wir Kinder aus dem Möwenweg. Das sind so jetzt gerade die großen Sachen, die schon veröffentlicht sind. Und sonst mache ich ganz viel jetzt gerade noch Sachen, die noch nicht raus sind. Konzeptentwicklung, ja. Super spannend. Ja. Wenn wir mal irgendwie Fragen haben zu Drehbuchthemen, da haben wir auf jeden Fall einen Kontakt, ey. Ja, Sarah trage ich mir jetzt auch ein als Skriptop, als Doktor für In Nomine Party. Kann man mal drüber lesen und dann sagen, ob das kinderfreundlich ist. Ja, nein, das Mist. Ja, richtig stark. Ja, und heute sprechen wir gemeinsam und auch mit dir über Pippi Langstrumpf. Sarah, du nimmst heute den Part von Tobi ein. Ja. Stell dir vor, ein Außerirdischer kommt mit seinem Raumschiff auf die Erde und hat gar keinen Plan von Kultur oder von Kinderbüchern. Wie würdest du einem Alien erklären, was ist Pippi Langstrumpf? Pippi Langstrumpf ist eine mehrfach verfilmte Kinderbuchreihe von der schwedischen Autorin Astrid Lindgren und handelt von Pippi Lotta, Viktualia, Rolgardina, Pfefferminz, Ephraims Tochter Langstrumpf. Yeah. Es hat sich jetzt gelohnt, das zu üben, genannt Pippi. Das stärkste Mädchen der Welt und die ja wohnt in der Villa Kunterbund oder zieht dahin, ganz alleine, ohne Eltern, mit ihrem Äffchen und ihrem Pferd und erlebt mit ihren Nachbarskindern, Tommy und Annika, jede Menge Abenteuer und treibt damit manche Erwachsene zur Weißglut. Ja. Und ist ein Wirbelwind und Ikone der antiautoritären Bewegung. Dazu später mehr. Ja, der erste literarische Punk. Ja. Habe ich auch gefunden. Fand ich super geil, die Bezeichnung für Pippi. Ja. Sie liebt Regeln und noch mehr, sie zu brechen. Ja. Richard, was sagten und sagen die Kritiker zu Pippi Langstrumpf? Ich traue mich gar nicht, die Frage zu stellen. Ein Buch, was schon so lange da ist, hat eigentlich nur eine Kritik bekommen. Und das ist halt um das gleich mal abzuhaken, die Kritik natürlich am Namen oder am Titel ihres Vaters. Gut, brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Er heißt mittlerweile, was war es, König der Südsee? Ja, Südseekönig. Südseekönig. Der Südseekönig, genau. Er war früher König der N-Wörter. Mhm. So. Gut, ja. Aber ansonsten findest du eigentlich echt nur positive Sachen und das hat ja auch vollständig durch die gesamte Popkultur bis zur Rapmusik und sogar in Fußballstadien. Es gibt Vereine, die grölen, wirklich in der Süd, in der Fankurve, grölen die Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Eintracht Frankfurt zum Beispiel. Ja, gestern erst gesehen, ja. Die Decke bebte. Ja, die machen das. Eintracht Frankfurt, hab ich auch gesehen bei YouTube. Die machen das sehr, sehr gerne. Und ich habe jetzt auch, meine Frau zeigte mir auch heute noch, die ist ein ziemlicher Fan von KIZ, zeigte mir auch einen KIZ-Song, wo es dann auch nur heißt, ich habe nichts gelernt und habe trotzdem ein Pferd und einen Affen. Und da haben die halt auch den Titelsong von Pippi Langstrumpf halt auch so damit rein verwurstet. Ja. Das ist ein ziemlicher Ohrwurm, ist ziemlich geil. Aber so im Großen und Ganzen durchweg halt positiv. Und zwar wurde unter anderem gesagt, über Pippi Langstrumpf, Pippi kümmert sich nicht nur um Konvention und Geschlechterrollen. Sie ist wild und stark und insofern ein Vorbild für alle Kinder dieser Welt. Mm. Freundschaft und Hilfsbereitschaft sind neben dem Hang zur Rebellion ebenfalls Charakterzüge von Pippi, die sich unsere Kinder zum Vorbild nehmen können. Übrigens, sie kümmert sich nicht um Geschlechterrollen und Konventionen, genau. Ja, ach stimmt, sie kümmert sich nicht drum. Ja, ja. Ich habe auch eine Buchbesprechung vom Literarischen Quartett gefunden, online, uralt schon. Super, super geil, wo die halt auch wirklich sagen, ist eine absolute Leseempfehlung für Kinder. Und die haben noch so schön gesagt, so jedes Kind sollte es lesen, aber natürlich unter Protest. Sehr gut, ja. Ja, ich habe mir die Bücher vor Monaten schon gekauft und habe reingelesen. Das erste habe ich fast gelesen, beim zweiten und dritten muss ich gestehen, nur reingelesen. Es gibt drei kanonische Bücher. Pippi Langstrumpf, Pippi Langstrumpf geht an Bord und Pippi in Takatuka-Land. Nicht zu verwechseln mit dem Spaß-Porno-Titel. Ja, es riecht nach Pippi im Takatuka-Land, schon klar. Ach du Scheiße. Ja. Worum es da geht, weiß ich nicht. Ich habe davon auch nur gehört. Die Bücher wurden alle drei in der zweiten Hälfte der 40er veröffentlicht. Also das ist schon richtig alter, geiler Scheiß.
Die Bücher wurden in über 100 Sprachen übersetzt. Laut UNESCO ist Pippi Langstrumpf auf Platz 5 der am häufigsten übersetzten Bücher. In 77 Ländern oder so, ne? Also. Über 60 Millionen Mal verkauft. Pippi Langstrumpf gehört zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Kinderbüchern des letzten Jahrhunderts. Die Geschichten wurden dann in den 60er Jahren verfilmt. In Serienform. Ich glaube, daher kennen die allermeisten Hörerinnen und Hörer Pippi. Ja. Also beim Rumzappen an einem lauen Sonntag bleibt man immer bei ZDF Info, ZDF Neo hängen, wenn Pippi Langstrumpf läuft, so geht das mir. Und es gibt auch diverse Filmadaptionen, es gibt Theaterstücke, es gibt, glaube ich, sogar ein weirdes Musical, die aber tatsächlich keine große Rolle spielen sollen hier. Also wir sprechen heute über die original kanonische Pippi Langstrumpf, über die 60er Kinderserie und über die Bücher. Genau. Ja. Nur nochmal für alle, die jetzt vielleicht auch meckern. Ja, Fred hat es schon erwähnt, es gibt auch Kinofilme zu Pippi Langstrumpf und vor allen Dingen halt auch bevor es die Serie gab, gab es eine Filmadaption schon. Die ist auch online zu finden, die ist aber richtig, richtig mies und scheiße und Astrid Lindgren hat die auch gehasst wie die Pest, weil Pippi Langstrumpf da zum Beispiel von einer 26-jährigen Schauspielerin gespielt wurde. Ist in Schwarz-Weiß, ist richtig mies. Kanonisch sind eigentlich auch laut Astrid Lindgren nur die Sachen aus den 60ern. Es gibt auch ein, zwei, drei, ich habe da gar nicht so den Überblick, das ist echt schwer, den Überblick dazu behalten. Es gibt ein, zwei, drei Filme, die aber nur ein Zusammenschnitt dieser 60er-Serienfolgen sind, was man halt früher so gemacht hat. Und Pippi. Diese Kinderkino-Animationsfilme, die kenne ich auch noch, ja. Ja, ja und Pippi war für viele ein literarisches Vorbild der Frauenbewegung und für manche sehen in ihr sogar, Richard hat es gerade gesagt, die Erfinderin des Punk, der Punkkultur. Ja. Du wolltest gerade ja, was sagen. Ja, also genau, das ist ja auch einfach so, dass diese Serie damals in zwei Filme zusammengefasst worden ist. Also so kannte ich das. Ich kannte die Serie gar nicht, nur diese zwei, diese Serienfolgen sind ja in zwei Filmen. Ich glaube, das ist Pippi Langstrumpf und Pippi geht von Bord zusammengefasst. Mhm. Und dann gab es noch zwei Filme aus den 60ern. Ich persönlich bin ja mit der Zeichentrickserie aufgewachsen. Mhm. Und deshalb, die übrigens aus Hamburg kommt. Okay. Und ja. Ja. Sarah, du als Kinderbuch- und Jugendbuchautorin, was bedeutet Pippi für dich? Warst du schon immer Fanin? Oder kann man Fan überhaupt gendern? Warst du schon immer begeistert von Pippi? Ja, also ich finde es total beeindruckend, wenn man die aus heutiger Perspektive anguckt, wo eigentlich alle nach solchen Figuren ja sich sehnen und solche machen wollen, dass das damals einfach in den 40ern einfach schon gemacht worden ist. Das finde ich so am spannendsten. Also es ist heute immer noch revolutionär, wie Pippi Langstrumpf sich verhält. Und dass das damals schon gemacht wurde, das finde ich total beeindruckend. Ist das so, dass heute alle immer noch solche Figuren haben wollen? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem auch gerade, sag ich mal, mit diesen Gender-Stereotypen, dass Pippi Langstrumpf die damals schon gebrochen hat. Also man sieht ja immer noch, wenn man die Serien anguckt, ja, Annika macht immer noch so Sachen wie waschen und lieb sein und alle ermahnen, dass sie sich die Zähne putzen sollen sozusagen. Aber Pippi, die ja auch ein Mädchen ist, macht das halt überhaupt nicht. Und heißt es auch nicht, dass sie eher jungshaft ist, aber das war damals schon und das ist gerade heute ein ganz brisantes Thema. Ja, aber auch gerade die ganze Figur rundum, also es ist ja nicht nur, was Pippi Langstrumpf jetzt verkörpert, sondern was halt so tragend darin ist, ist halt auch die ganzen Handlungen, die sie halt begeht. Also nicht nur, dass sie ist ja nicht einfach nur gegen alles, sondern was Astrid Lindgren ja, was die große Leistung von Astrid Lindgren an der Stelle ist, dass sie ja ganz gezielt sich so gesellschaftliche Stereotype genommen hat, die in einer ganz klaren Handlung rauskristallisiert hat und dann eine Pippi Langstrumpf dahingesetzt hat und mit diesen Sachen einfach so brachial gebrochen hat, mit dieser Rotzigkeit der Figur dahinter, die halt sagt, ist ja ein viel genanntes Zitat auch bei allen möglichen Dokus, die man noch findet, dass es dann halt auch heißt, wieso, ich dachte, das wäre ein freies Land, also kann ich ja hingehen, wo ich will. Mhm. So diese Sachen halt, also eine so ganz, wo uns heute in einer aufgeklärten, freien Gesellschaft, demokratischen, freien Gesellschaft, Sachen, die für uns so völlig selbstverständlich sind, waren halt zu Zeiten in den 40ern, 50ern und 60ern, wo noch sehr, sehr viel auch so extrem klassisches Familienbild ja auch noch propagiert wurde und die Rolle, gerade die Rolle der Frau, wie du es schon sagtest doch, Sarah,
damit hat sie halt schon sehr modern gebrochen. Mhm. Und das ist ja auch Pippis, wie kann man sagen, Target Audience so ein bisschen. Also für Kinder, ja, aber ihre meisten Streiche spielt sie ja so sehr verbohrten Erwachsenen die ganze Zeit. Oder, ja. oder dass sie ja, da ja. extrem frech ist. Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Astrid Lindgren genau das beobachtet hat, zu sagen, okay, worunter leiden Kinder, wo wird sich am öftesten aufgelehnt, was sind die Regeln, dass die alle aufgeschrieben hatten, gesagt, und wie bricht Pipi die jetzt? So nach dem Motto, okay, Kinder finden es scheiße, früh ins Bett zu gehen, dann macht Pipi das halt nicht oder so und das auf möglichst kreative Weise zu bedienen. Und dass sie halt auch einfach, sie ja sich ständig, stets und ständig gegen Konventionen gestellt das ist hat. Ihr Ding. Ja, es gibt so eine ganz geile Reportage über sie, wo sie mit über 70 halt zum Beispiel auch noch irgendwie auf den Baum klettert und die Leute sie halt filmen und dann auch gefragt wird, ja, Frau Lindgren, warum machen Sie das jetzt? Und sie halt so vom Baum rund, so Schweinebammel runter machend, so, ja, ich bin zwar über 70 jetzt, aber wer sagt denn, dass eine 70-Jährige das nicht machen darf? War der Baum zufällig hohl und wuchsen darin Limonadenflaschen? ja, keine Ahnung. Aber sie ist ja auch so eine Vorzeige- Powerfrau, kann man nicht anders sagen. Ja. Astrid Lindgren, die hat wirklich einfach gesagt hat, ich meine, die Frau hätte einen sehr, sehr renommierten Literaturpreis hier in Deutschland, ist ihr fast nicht gegeben worden, weil sie ihre Rede zum Thema Kindererziehung in der Dankesrede erst nicht halten durfte und dann gesagt hat, ja, wenn ich das nicht machen darf, dann komme ich nicht. Mhm. Und die dann aber alle, die ganz alten, verbohrten Deutschen, dann halt gesagt haben, ja, okay, gut, dann mach halt so. Und sie eine super geile Rede gehalten hat, wo Leute in der ersten Reihe saßen und Tränen in den Augen hatten zum Thema, damals noch was anderes, heute verbindet man ja nicht immer positive Sachen mit anti-autoritärer Erziehung, aber damals war das auch noch anders. Also autoritäre Erziehung ging damals halt auch noch mit Schlägen einher. Ja, Mann. Und das vergisst man häufig, wie bei vielen Stoffen, die wir hier schon bei den Kakis behandelt haben. Man vergisst, wie revolutionär der Scheiß früher war. Also wir machen gleich noch eine Charakterisierung von Pippi, aber damals in den 40, weißt du, heute kennen wir diese Figuren en masse. Sarah hat gerade schon gesagt, jeder Autor will so eine Figur haben wie Pippi. Heute kennen wir diese Figuren in Kinder- und Jugendgeschichten, die auf alles scheißen und einfach rotzfrech sind. Heute kennen wir die zu Hunderten. Aber in den 40ern war das ultra progressiv und wirklich was Neues. Und als die Pippi-Bücher auf den Markt gekommen sind, 1946, gab es auch nicht wenige, besonders hier in Deutschland, die gesagt haben, nee, das kommt mir nicht ins Kinderzimmer. Das ist pure Anarchie. Die ist ja frech zu Erwachsenen. Guck mal, wie die redet. Das ist pure Anarchie und revolutionäres Gedankengut. Wir wollen Pippi nicht in den Kinderzimmern haben. Und es gab ja dann auch mehrere Anläufe, einen Verleger zu finden. Wie das, glaube ich, häufig so ist bei Buchautoren, oder Sarah? Ja, man sagt ja immer sozusagen so schön, manche Leute werden 10.000 Mal abgelehnt und einer nimmt's dann und das wird dann der Erfolg. Das ist jetzt nicht unbedingt die Regel, aber es sind die schönsten Geschichten. Ja. Aber es ist ganz oft so, dass man ziemlich lange suchen muss und dass das gar nicht so einfach ist. Ja, richtig. Mhm. Ja, sowas besonders in Deutschland auch, aber es wurde dann doch veröffentlicht vom Oettinger Verlag, nicht zu verwechseln mit dem Oettinger Bier. Und zwei völlig unterschiedliche Unternehmen, soweit ich informiert bin. Mit einer Lüge sogar. Eine Lüge veröffentlicht. Ehrlich? Ja, der Inhaber von dem Verlag war damals in Schweden und war auf der Suche nach neuen Kinderbüchern für seinen Verlag und war wohl in einem schwedischen Buchladen und hat gefragt, so, ey, was ist denn bei euch gerade so, was geht denn ab, was ist denn cool? Ne? Und dann hat ihm der Verkäufer gesagt, hier, Pippi Langstrumpf, gerade reißen mir die Leute aus den Händen, super geil, super aktuell. Und er hat sich das halt angeguckt. Konnte kein Wort Schwedisch. Und der Verkäufer war aber so nett und meinte, ey, die Autorin Astrid Lindgren, die wohnt hier nicht weit weg. Ich kann die gerne mal fragen, so wenn sie halt möchte. Okay. Und hat dann Kontakt zu der hergestellt. Die haben sich dann kurz danach getroffen. Er hat dann die Bücher mitgenommen. Der Verkäufer meinte noch so, ja, verstehen Sie denn Schwedisch? Und er hat einfach gelogen und meinte, ja, kann ich. Und bis zu dem Treffen mit Astrid Lindgren hat er sich aber jemanden dann in Stockholm, glaube ich war das sogar, hat er sich jemanden gesucht, der ihm das vorübersetzt, damit er mit Astrid Lindgren darüber sprechen kann. Also der wusste gar nicht, was er da in der Hand hat. Hey, das hätten eigentlich die doch im Gespräch rausfinden müssen, wenn der in Schweden dann einen Buchhändler anspricht. Keine Ahnung, es ist halt einfach, sich die Blöße halt geben dann, ne? Und hat sich das halt vorübersetzen lassen, hat da mit Astrid Lindgren drüber gesprochen, sie hat ihm halt auch die Bücher dann zugeschickt und der hat sich das in Deutschland dann übersetzen lassen, hat gesagt, ey, ich will's unbedingt haben für den deutschen Markt. Mhm. Und hatte aber tatsächlich auch zu wenig
zu wenig Geld, um das Ganze halt drucken zu lassen. Und das ist auch eine ganz niedliche Geschichte, weil seine Sekretärin damals hat gesagt, pass auf, das ist so gut, ich verzichte ein Jahr lang auf mein Gehalt. Wow, und dafür, dass wir das drucken können, und hat es drucken lassen. Und die ist auch später sogar seine Frau geworden dann. Ach, was. Das war noch, wow. Okay. Gut, bevor wir zu sehr in Trivia versinken, und es gibt eine Menge interessanten Scheiß rund um Pippi Langstrumpf, kommen wir mal zur Figur. Pippi. Das ist in dem Podcast immer ein bisschen behaftet, wenn man sagt, es gibt viele interessante Fakten zu Pippi. Charakterisieren wir doch mal Pippi. Ja, kommen wir zu Pippi. Sarah hat den Namen gerade schon wiedergegeben. Pippi Lotta Victualia Rollgardina Pfefferminz, Ephraims Tochter Langstrumpf. Es ist nicht Pfefferminza, ne? Es ist Pfefferminz. Es gibt verschiedene Varianten, je nachdem, wie es übersetzt wurde, weil wohl da auch im Original Schwedischen Worte drin sind, die es nicht gibt, im Deutschen. Pippi ist 9 Jahre alt. Sie hat auffällig viele Sommersprossen. Rote Haare, die zu 2 Zöpfen gebunden sind. Sie trägt seltsame, lumpenartige Kleider, was auch in den 40ern schon gar nicht ging. Und sie hat viel zu große Schuhe, weil sie so gerne mit den Zehen wackelt. Und Pippi lebt in einem etwas runtergerockten Haus, der Villa Kunterbunt. In Hamburg auf St. Pauli gab es auch eine Weile eine runtergerockte Kneipe namens Villa Kunterbunt, wo sich die Trans-Szene getroffen hat. Da haben wir auch oft gesoffen während im Studium. Weißt du das nicht mehr, Alter? Nee. Villa Kunterbunt? Doch, man war richtig. Also, gut. Ja, Villa Kunterbunt, weiß ich noch, das war eine Trans-Szene? Ja, ja. Oh. Die, ich habe da selten Bier bezahlt, also. Ja. Ja, Pippi wohnt in einem runtergerockten Haus namens Villa Kunterbunt in einem nicht benannten schwedischen Örtchen. Zusammen mit ihrem kleinen Affen Herr Nilsson und einem Pferd namens Kleiner Onkel. Ihre Mutter ist nach eigenen Aussagen von Pippi ein Engel im Himmel. Ihr Vater ist Seemann und lebt auf einer Insel als Südseekönig. In der Originalbuchversion heißt es immer N-Wort-König. Hm. Und das wird auch in der 60er-Serie gesagt. Ich meine, ich glaube, auf den politischen Diskurs rund um das Thema müssen wir jetzt nicht groß eingehen. Nein. Das war halt, das war halt damals zu der Zeit so. Heute finden wir das Wort nicht mehr gut und haben es rausgestrichen. Das ist auch, also Astrid Lindgren hat sich selber mal dazu geäußert, zwar nicht in der Öffentlichkeit, aber ihrer Tochter gegenüber, die das dann im Interview mal gesagt hat. Weil sie drauf, also ihre Tochter hat Astrid Lindgren darauf angesprochen, dass das halt auch geändert werden soll. Oder die Überlegung es hat gab und sie auch wohl meinte so, ja, dann mach das. Als ich es geschrieben habe, das ist nicht böswillig gemeint, als ich es geschrieben habe, gab es halt einfach, auch im Schwedischen, gab es halt einfach kein anderes Wort. Mhm. So, dann hat sie dann das halt einfach verwendet. Dass das heute uns sauer aufstößt, ja, vollkommen zu Recht. Aber dass das Wort geändert wurde, ist uns völlig wurscht, weil es ändert an der Story überhaupt nichts. Und dass Pippi die Tochter eines Südseekönigs ist, erklärt auch, dass sie sehr wohlhabend ist. Ein Koffer voll Gold. Sie hat so einen Koffer voll mit Gold und es muss unfassbar wertvoll sein. Also es gibt ja des Öfteren Szenen, wo sie Leuten in dem Dorf so eine Münze gibt und die Leute gehen komplett drauf ab. Also das Geilste finde ich immer in dem Süßigkeitenladen, weil da nämlich, sie legt so eine Münze hin und sagt, ich möchte 18 Pfund, glaube ich. Und die sagt, oh, da kriegst du aber noch was wieder. Warum weiß die, wie der Wechselkurs für Gold ist? Einmal sozusagen. Ja. Also, wo sie Süßigkeiten für 16 Pfund Süßigkeiten, ja, Bonbons, genau, haben möchte. Ja. Und die genau weiß, wie viel sie noch zurückkriegt und meint, ich habe aber gar nicht 16 Pfund, ich habe nur 9 oder irgendwie sowas. Ja. Und, Die Folge, auf die du anspielst, ist die Folge Pippis neue Freunde. Das ist übrigens die laut IMDb beste Pippi-Langstrumpf-Folge. Da bestellt sie 18 Pfund Süßigkeiten, 60 Lutscher, 10 Lakritzstangen, 60 Gummibärchen, 102 Pakete Schokozigaretten, 104 Schokorollen und 100 Päckchen Kaugummi. Und dann wird minutenlang geschlemmt. Ja. Das würde dir heute auch jeder rausstreichen, von wegen, das muss jetzt nicht so detailliert sein, Süßigkeiten reicht auch. Ja. War aber damals mehr als notwendig, weil das ist ein Buch der Nachkriegsgeschichte und das hat Kinderfantasien geweckt. Süßigkeiten gab es nicht immer. Ja. So, und dann halt ein Buch zu haben, wo Kinder Süßigkeiten schlemmen können, voll geil. In der 60er-Serie, ich glaube, viele Hörer und Hörerinnen erinnern sich dran, gab es
diverse Szenen, wo minutenlang geschlemmt und gefressen wurde. Das ist halt auch so ein Ding der Nachkriegszeit, ne? Ja. Da gibt's zum Beispiel eine meiner Lieblingsfolgen, die Abschiedsparty von Pippi, wo ihr Vater mit seinen Matrosen am Start ist und die fressen wie die Schweine. Hast du die in Erinnerung, die Folge, ja, Sarah? Ja, ja, weiß ich. Die fressen wie die Schweine und machen auch so Geräusche. Oder es gibt eine Weihnachtsfolge, wo Pippi den kompletten Fußboden der Villa Kunterbunt mit Plätzchen auslegt. Oder es gibt noch eine Folge, wo sie an Pippis Geburtstag auf den Speicher gehen und mit Gespenstern Kontakt haben oder es denken. Und da wird auch gefressen. Die fressen Sahnetorte, die fressen Äpfel und andere Früchte. Und wird wie in einem Bud Spencer-Film, Alter, da wird minutenlang gefressen. Und dann gibt's Schellen. Ja. Richtig ordentlich auf Zucker. Aber sag mal, die Geschichte von Pippi Langstrumpf, oh Gott, spielt die nicht im Bullabü? Nee. Das ist ein anderes Lindgren-Buch. Wir das Kinder ist, von Bullabü. Okay. Ich weiß nur, dass sie das Dorf oder die Gegend, in der Pippi Langstrumpf spielt, hat ja Astrid Lindgren selber, weil sie ja so ein totaler Fan von Smallland war. Ja. Dieser, ich glaube, in Südschweden ist das irgendwo, glaube ich, ne? Wir kennen es heute alle aus dem IKEA. Ja, aber in dem IKEA gewohnt. Aber Astrid Lindgren soll ja wohl total verliebt sein die Gegend Smallland oder das Dorf. Ja. Dorf, Ort, was auch immer, soll das wohl sehr aktiv in die Gegend eingebaut haben, in der Pippi Langstrumpf halt lebt und agiert. Okay, ja. Ja, also sie ist sehr wohlhabend, sie hat diesen Koffer voll Gold. Auf diesen Koffer voll Gold schielen diese beiden Landstreicher immer, diese beiden Gammler. Ja, einer davon wird in der Serie von Hans Klarin gespielt, der spätere Pumuckl-Sprecher. Die Angst vor Herrn Nilsson haben, weil sie nicht wissen, dass er ein Affe ist. Ach, ja. Ja. Ja, und zu Pippis Charakterisierung, sie ist rotzfrech und zeigt Erwachsenen, wo es lang geht. Sie scheißt auf jede Autorität und auf alle Konventionen und lebt in ihrer eigenen Welt. Ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich weiß immer gar nicht genau, ob sie wirklich rotzfrech ist, muss ich immer sagen. Ich habe das Gefühl, manchmal weiß sie es gar nicht besser. Die ist ja immer super freundlich zu allen. Das ist ja nicht, dass die sagt, ha, jetzt zeigen wir es den Erwachsenen. Sie ist immer super nett und freut sich über jeden, der da reinkommt. Und dann sind die aber meistens erstmal scheiße zu ihr. Und dann zahlt sie es denen heim. Aber sie bleibt immer nett. Das und stimmt. Sie macht es niemals aus Frechheit oder aus Boshaftigkeit, sondern immer, weil sie denkt, hä, wieso denn? Und ich kenn's nicht anders. Und das ist, glaube ich, so ein spannender Spiegel, den sie damit auch vorhält. Einfach, ja, aber warum denn? Sie gerät halt in Probleme, weil sie irgendwie nicht reinpasst in diese geordnete Welt. Du merkst auch, wenn die beiden Polizisten, wie heißt er nochmal, kurz und lang? Kling und Klang? Kling und Klang. Das gibt wieder Post dann, weil wir Kleinigkeiten da nicht richtig gemacht haben. Nee, aber auch wenn die beiden Polizisten dann halt auch zu ihr kommen, ne, und sagen, du musst in die Schule gehen oder wir nehmen dich jetzt mit. Nee, wieso? Warum? Ich wohne doch hier. Warum soll ich denn woanders hin? Ja, du musst in ein Kinderheim. Ja, super, es trifft sich gut. Dies ist mein Heim und ich bin ein Kind. Ich bin in ein Kinderheim. Ja, genau, sie kennt es halt einfach nicht anders. Ne? Legendär die Folge, wo sie in die Schule geht, freiwillig, um das mal auszuprobieren. Weil sie Ferien haben möchte. Ja, und die Plutimikation, also die Multiplikation ausprobieren will. Und dann fragt die Lehrerin, Pippi, wie viel ist 7 plus 5? Und Pippi antwortet, weißt du denn das nicht selbst? Und die Lehrerin sagt, 12 ist es. Und Pippi, ja siehst du hast es doch selbst gewusst, warum hast du mich denn gefragt? Ja. Also sie hinterfragt einfach jede Form von Autorität. Radikal. Ja, ist doch immer so, ne? Das Kind ist frech. Wieso? Es behandelt dich nur genauso, wie du das Kind halt behandelst. Also richtig. Das ist halt auch dieser, wie soll man sagen, dieser Ansatz von Astrid Lindgren, halt auch einfach auch Autorität blind zu folgender Autorität generell zu hinterfragen halt einfach. Wenn jemand was von dir will, hast du dem nicht immer gleich Folge zu leisten. Also so blöd, wie es auch klingt, gerade zum Beispiel auch, ich glaube, bei deutschen Soldaten, also hier auch in der Bundeswehr ist es so, wenn ein Befehl fragwürdig ist, kannst du den auch verweigern. Und das macht das Kind ja auch aktiv halt einfach, ne? Wenn es das gerade irgendwie, wenn es nicht passt, fragen, warum man das jetzt machen sollte, das muss drin sein. Du musst dich einfach nur, und das ist ja dieser kluge Ansatz, halt einfach, wie gesagt, in den 40ern und dann später bis in die 60er und länger auch noch rein, gerade so die Nachkriegskinder, die durften nicht Kinder sein, die sollten funktionieren. Ja, kleine Erwachsene. Ja. Pippi ist extrem stark, also sie hat Superstärke, wie wir hier sagen, wenn wir über Superhelden sprechen.
Sie in einer Folge in ihrer Abschiedsfeier, da hebt sie eine Tür hoch mit einem Pferd, Annika und Tommy, 5 Matrosen drauf. Und ich weiß gar nicht, ob ihr Vater noch drauf war, aber sie kann problemlos mehrere 100 Kilogramm stemmen. Ja. Ich habe interessanterweise keine Fantheorien gefunden, die sich darum drehen, dass Pippi ein missglücktes Experiment in einem Labor war. Ich wollte gerade fragen, vielleicht ist sie der erste Avenger? Vielleicht. Ich habe erstaunlicherweise keine Fantheorien im Netz gefunden. Krass. Über Pippis Stärke oder ihre Herkunft. Geil, ja. Das wäre perfekt für unser, ja, Avenger-Trio, wo Ace Ventura jetzt schon mit drin ist. Weißt du, der Tierdetektiv, ja, da kommt Pippi noch mit dazu, ja, als Hulk. Ja, Mann. Wer würde gewinnen, Pippi Langstrumpf oder Superman? Ja. Kommt dann Robin Hood noch mit dazu als Hawkeye und so. Ja. Yeah. Sie hat eine extrem überdurchschnittliche Hand-Augen-Koordination und auch Fuß-Augen-Koordination. Also es gibt eine Folge, wo sie Dart spielt. Ach ja. Der Vater von Annika und Tommy versucht Dart zu spielen und macht das nur so halbgeil. Und dann kommt Pippi und trifft halt die ganze Zeit ins Schwarze und er weiß nicht, was abgeht. Ja. Ist auch so buchstäbliches Female Empowerment, ne? Ja. Ein kleines Mädchen, die auch noch super stark ist und auch noch weiß, wie man diese Stärke einsetzt. Geil. Ja. Und sie hat diverse krasse Fähigkeiten. Sie kann perfekt Tiergeräusche imitieren. Es gibt eine Folge, wo sie einen Ausflug machen und dann imitiert Pippi ein Löwengebrüll. So perfekt, dass alle denken, da wäre wirklich ein Löwe. Übrigens, in der Originalstory aus dem Buch war da ein echter Stier, dem Pippi mit bloßer Hand das Horn abbricht. Aber für die Serie fehlte wahrscheinlich das Budget, einen echten Stier anzukarren. Deswegen kommt der in der Serie nicht vor. Ja, da macht dann Pippi Monstergeräusche. Ich kann mir gut vorstellen, das haben die gelassen, nachdem ja, wie heißt der Affe nochmal? Herr Nilsson, dankeschön. Nachdem der Herr Nilsson ja das ganze Set terrorisiert hat, mehr oder weniger. Also der Affe, ist das so? Ja, der Affe soll tierisch scheiße gewesen sein. Also die Hauptdarstellerin. Was für eine Überraschung! Die Inga Nilsson, die Pippi damals gespielt hat, die hat auch gesagt, die Kinder am Set, die hatten alle Schiss vor diesem Affen, weil der halt auch selber ein bisschen ungehalten war und sehr viel wohl auch unaniert hat und ganz viel auch gebissen hat und so eine Sachen. Also der war nicht so geil. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das Drehteam auch einfach gesagt hat, so, ja, dann lassen wir das mal mit weiteren Tieren. Wir kennen's, mit Tieren drehen ist immer scheiße. In der allerersten Folge, wo Tommy und Annika Pippi kennenlernen, da gibt es eine Szene, wo Herr Nilsson, der Affe, Annika anspringt, sich kurz an ihr festklammert und dann weiterspringt. Und da erschreckt die sich tierisch, die Schauspielerin, die Kinderschauspielerin. Die erschreckt sich tierisch, weil dieser Affe sie anspringt. Ja, das erklärt natürlich einiges. Das ist natürlich auch nur die Frage, weil die Filme sind halt schon 50 Jahre alt. Wie war das damals mit Kinderrechten am Set? Und Tierrechten. Ne, und Tierrechten am Set. Und, also ich glaube, ja, da waren noch ganz andere Seiten aufgezogen. Ja. Ich glaube, mehr als 50 Jahre sogar. Wir sind ja in 2023. Ne? Ich weiß gar nicht jetzt mal, wann die Filme genau rauskamen, aber die dürften jetzt schon über 60. Ende der 60er. Mhm. Ja, ja, über 50 Jahre dann halt auf jeden Fall. Krass. Habe ich irgendwas vergessen bei Pippis grober Charakterisierung? Also es gibt in dem einen Film, wo sie sogar fliegen kann oder sowas Ähnliches. Es wurde später also, dann immer fantasymäßiger, ne? Ja, genau. Wo sie dann plötzlich alles konnte und Auto fahren und nichts galt für sie. Im Film Pippi in Takatuka-Land, den ich ganz furchtbar langweilig fand, leider. Da haben sie plötzlich ein fliegendes Auto und so ein Scheiß. Also da wird es dann komplett fantasymäßig. Aber sonst habe ich irgendwas vergessen. Sie ist wohlhabend, sie ist im Prinzip Adelstochter irgendwie oder zumindest von gutem Stande, ne? Und ja, ihre Grundcharaktereigenschaft ist ja dieses Freche, dieses Hinterfragende halt immer, ne? Sie schläft mit den Füßen auf dem Kopfkissen. Ach ja, stimmt, ja. Sagt sie ja sogar auch einmal im Buch, ne, dass sie das mit mehreren schon mal gemacht hat und niemand hat jemals so fest geschlafen, weil sie mit den Füßen auf dem Sie erzählt furchtbar gerne Lügengeschichten. Stimmt, sie lügt total gerne. Sie weiß das auch. Richtig. Sie geht gerne rückwärts, gleich in der ersten Folge, oder ich weiß gar nicht mehr, ob es in der Serie war, aber im Buch zumindest, da geht sie einfach rückwärts und die anderen Kinder fragen sie, hey, warum gehst du rückwärts? Und dann sagt sie, in Ägypten laufen die Leute den ganzen Tag rückwärts. Ja. Sie löst dann aber auch auf, wenn sie lügt. Also wenn sie darauf angesprochen wird, gibt sie auch zu, dass es eine Lüge war.
Ja. Was mir noch aufgefallen ist, sie ist sehr, sehr optimistisch und gibt aber Fehler auch nicht zu. Jetzt aber nicht im Schlechten, sondern wenn sie zum Beispiel sagt, oh, ich probiere jetzt aus, übers Wasser zu gehen. Dann macht sie das und fällt logischerweise ins Wasser. Und wenn dann Annika sagt, hey, Pipi, man kann gar nicht über Wasser gehen, dann sagt sie, ja, muss ich das halt noch üben. Ne? Und so ist sie mit allem. Ja. Immer wenn irgendwas nicht klappt, was sie sich vorgenommen hat, dann ist sie nicht, oh nein, klappt nicht, oder dass sie dumm dargestellt wird, sondern ist immer, ja klar, ich mach das ja auch gerade zum ersten Mal. Muss ich noch dran arbeiten, ne? Ja, aber halt auch in den Filmen, du merkst halt auch, dass sie selber in ihrer ganzen Art, wie sie halt auch ist, sich selber halt auch hier und da auch ganz gut reflektiert und dann auch zum Beispiel auch mal zugibt in der Villa Kunterbunt, wenn sie mit kleinem Onkel und Herrn Nilsson alleine ist, dass sie selber auch merkt, sie ist einsam. Ja. Ja, es gibt noch ein paar spannende Nebenfiguren. Es gibt diese beiden Gammler, die Landstreicher, die es im Buch übrigens nicht gibt. Die wurden für die Serie dazu erfunden. Es gibt noch die beiden Polizisten. Es gibt noch natürlich ihre beiden Freunde, Annika und Tommy, die Nachbarskinder. Ja. Und die Proselyse gibt's im Film. Die Proselyse. Die Polizisten, ja, Kling und Klang. Kling und Klang. Proselyse, ja, die Leiterin des Kinderheims, so versteht man das. So ein bisschen, keine Ahnung, unausgelastete Single-Hausfrau, die vom Bürgermeister eine Aufgabe gekriegt hat, kümmer dich mal um die Dörfer und die Kinder da und nerv mich nicht immer. Das, so kommt die hier vor. Das absolute Klischee der hysterischen, überspannten Frau damals. Ja. Und die will immer, dass Pippi ins Kinderheim will. Und die ist eigentlich total nett und hat eigentlich total hehre Ziele, weil die will, dass dieses Kind, das keine Eltern hat, ins Kinderheim kommt, wo man sich um sie kümmert. Die Frau ist total nett und lieb, aber wird halt der Lächerlichkeit preisgegeben in dieser Serie. Ja, weil sie ja auch immer so streng gezeigt wird, halt auch diese, wo sie vor diesen Haufen Kindern steht und anfängt, ein Lied zu singen. Ja, warum singt ihr denn nicht mit? Das ist doch leicht zu merken. Und dann macht sie halt einfach weiter, bis die Kinder dann irgendwie mal so leicht verschämt einsetzen, wo Pippi halt wieder gezeigt hat, Pippi hat halt einen eigenen Kopf. Sie sagt, nö, ich hab vielleicht einfach keinen Bock zu singen. So, ne? Ja, die Proselyse. Frau Proselius. Ja, dann treffen sie sich in. Könnt ihr euch an die Folge erinnern, wo sie diesen Kaffeekranz hatten und diese ganzen Frauen da so furchtbar spießig und angespannt auf die, die Etikette geachtet haben? Ja, Mann. Und Pippi sich dann verkleidet auch, ne? Und so sich schminkt und dann halt auch wieder diese alten, feinen Damen ad absurdum halt führt, ne? Indem sie die halt nachmacht und dann ja auch. Mann, ich bin so schlecht mit Namen. Wie heißen ihre Freunde da nochmal? Annika und Tommy. Annika und Tommy. Sie auch erst nicht erkennen und sie sich ja dann umdreht, das runternimmt. warte, das war in der Folge. Oh Gott, ich bin so ein Nerd. Der Jahrmarkt, oder? Richtig, ja. Ah, danke, Sarah. Das war in der Folge Pippi auf dem Rummelplatz oder auf dem Zirkus. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Und genau, das andere war, wo sie bei Tommy und Annika dann zum Kaffeekränzchen war, wo diese Mutter eine riesige Tafel an Kuchen auffährt und Pippi einfach alles isst, bevor es angefangen hat. Mhm, und nicht am Kindertisch sitzen mag. Ja, das stand doch, das habe ich gefunden, als ich nach Kritiken halt gesucht habe, dass wirklich so in den 40ern schon Buchkritiker geschrieben haben. Gerade in Deutschland, Fred hat es vorhin gesagt, dass das ja in Deutschland gerade so war, dieses, wollen wir das wirklich bei uns hier veröffentlichen und unsere armen, gedeißelten deutschen Kinder, dann kommen die nur auf Gedanken, dass die freie Menschen sein könnten und so, ne? Dass einer halt auch reingeschrieben hat, ein Kind kann keine gesamte Sahnetorte essen, das grenzt an Verrücktheit. Kann es schon. Kann es schon, sollte es aber nicht, ja. Aber ein paar Mal in der Serie wird man auch mit den unliebsamen Folgen von Süßigkeitengenuss konfrontiert. Also denen wird auch immer schlecht, wenn sie sich kaputt gefressen haben. Ja, das gehört dann wahrscheinlich auch so ein bisschen zum Erziehungsauftrag, weil das ist ja ganz oft bei Kinderstoffen so, du kannst alles Mögliche behaupten und machen, aber du musst auch immer wieder so einen Realitätsbezug bringen. Dementsprechend, damit die nicht sagen, du sollst nicht so viele Süßigkeiten essen, wird dann die Konsequenz davon gezeigt. Das ist ja auch, warum Pippi ihre Lügen zum Beispiel mal schnell auflöst, damit gesagt wird, ja, das stimmt aber übrigens überhaupt nicht. Deshalb glaube ich, wenn man nur sagen würde, ja, ihr sollt keine Süßigkeiten, dann hält sich da kein Kind dran. Wenn sie aber sehen, oh, von Süßigkeiten wird uns schlecht, ja. Damit die Erwachsenen zufrieden doch noch sind. Da ja, ist das, aber auch tatsächlich, weil Kinder so einen Realitätscheck so ein bisschen brauchen. Ich finde das immer interessant zu sagen, bei einer Kindergeschichte, dass man dann immer davon redet, dass irgendwo noch ein Erziehungsauftrag dahinter ist oder sowas, ne? Aber zum Beispiel bei, welcher Amazon-Serie war denn das hier? Beat. Eine deutsche Serie, Beat.
Da werden auch die ganze Zeit, da geht es um die, mit unter anderem um die Berliner Clubszene und sowas. Übrigens eine geile Serie, kann man sich mal ergeben. Und da ist aber auch der Hauptdarsteller, ist den ganzen Tag nur in dieser Disco zum Beispiel und ist am Koks rotzen und sich Pillen einschmeißen und alles, und hast du nicht gesehen. Und nächsten Tag macht der einfach halt ganz normal weiter. Wo ich auch immer die ganze Zeit da saß, so, ey, die Serie ist gut, aber ich würde gerne auch mal sehen, dass selbst jemand, der irgendwie regelmäßig so einen Scheiß macht, dass es denen am nächsten Tag halt auch irgendwie beschissen geht. Ja. Das verherrlicht mir das auch ein bisschen zu sehr, dass die Leute einfach so mir nichts, dir nichts nach 8 Stunden Schlaf oder in dem Fall 8 Minuten Schlaf, dann halt auch irgendwie einfach weitermachen können. Also, immer witzig, dass bei Kinderbüchern oder bei Kindergeschichten dann immer pädagogischen Auftrag genannt wird, aber dabei wäre das eigentlich mal ganz gut, generell in Geschichten auch mal so Aktion und Reaktion zu zeigen, ne? Mhm. Kausalität. Ja. Das finde ich aber auch immer, das kenne ich bei einigen Serien, wo ich sage, du darfst alles erzählen, künstlerische Freiheit, meinetwegen, und Figuren dürfen auch scheiße sein und blöde Meinungen haben, aber du brauchst trotzdem immer eine Figur oder irgendwen, der das so ein bisschen gerade rückt und mal sagt, das ist jetzt aber nicht okay, was du gesagt hast. Mhm. Also ich finde, das ist ganz wichtig bei Serien, dass man tatsächlich so eine Figur hat, damit man einmal dem Zuschauer erklärt, sorry, das ist jetzt gerade aber nicht in Ordnung. Bitte glaub das nicht alles. In deiner eigenen Jugendbuchreihe Akademie Fortuna werden die Kids ja ausgebildet zu Wahrsagern und Wahrsagerinnen. So, hast du da schon mal irgendwie Beef gekriegt, dass du irgendwie Leute in ein esoterisches Weltbild reinlockst? Ich habe tatsächlich total Angst davor, dass irgendwelche Wahrsager irgendwann mir mal schreiben und sagen, ey, was soll das denn? Also tatsächlich, es ist tatsächlich noch nicht passiert. Mir haben tatsächlich so ein paar Wahrsager auch schon mal gefolgt. Aber ich glaube, die haben das nicht so aufgefasst, die haben, dass ich das jetzt als Fantasy bezeichne. Also tatsächlich noch nicht. Die haben irgendwelchen Hashtags wahrscheinlich gefolgt. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, teilweise feiern die das, wo ich mir denke, du hast es schon verstanden, dass ich das nicht ganz so ernst nehme, oder? Ja. Manche Leute denken in der Realität wirklich, dass sie das können. Ja, also musste man auch total aufpassen, dass man halt guckt, dass man nicht zu vielen Leuten auf die Füße tritt und tatsächlich, dass man es gut recherchiert. Also, wo man sagt, also, wer ist das? Astronomie? Astrologie? Oh Gott, wie peinlich. Astrologie ist das ESO-Ding, ja. Danke. Astrologie, das ist wie Mathematik. Das ist so kompliziert. Ja. Und da habe ich dann wirklich geguckt, dass man das schon in der Realität verankert und das schon richtig ist, aber natürlich, dass ich es in dieser Welt darstelle, als ob, ja, man ist damit geboren, man kann das, ist ein bisschen wie andere können fliegen, die können Pendel schwingen. Ja. Ja, gut, ey, woanders wird es eine Hexenschule genannt, du hast es jetzt halt irgendwie Wahrsagerei in der Geschichte, dann ist das halt so. Aber ey, mich würde mal interessieren, so jetzt vom Kinderbuchaspekt, ne? Vom Kinderbuchaspekt her, Pippi Langstrumpf, was hast du denn selber? Ist die ganze Geschichte eigentlich richtig rund oder ist das nur eine Aneinanderreihung eigentlich von Situationen, auf die der Hauptcharakter dann eigentlich die ganze Zeit nur reagiert? Also bei Pippi Langstrumpf, das funktioniert ja alles sehr episodisch. Die hat ja jetzt nicht eine zusammenhängende Geschichte, keine Ahnung, am Anfang ein Problem, eine Motivation, dann verfolgt sie das über den Lauf der Geschichte, am Ende löst sie das, alles ist gut. Das ist ja tatsächlich eher episodisch erzählt. Ja, also es funktioniert an sich schon, weil man das wirklich so häppchenweise lesen kann. Das ist ja auch total toll. Da liest du nur ein Kapitel vor und dann gehen die Kinder schlafen. Mhm. Also in sich sind diese einzelnen Geschichten ja geschlossen. Aber es gibt halt keinen ganz so großen Bogen. Ja, das erste Buch, Pippi Langstrumpf, 1945, das ist wirklich nur so eine Aneinanderreihung von 11 Episoden. Ein paar unsere Lieblingsepisoden haben wir jetzt gerade schon erwähnt. Pippi geht in die Schule. Paar schusselige Polizisten wollen Pippi ins Kinderheim stecken und landen dann auf dem Dach. Pippi will Sachensucherin werden und findet dann so einen ollen Eimer, den sie sich aufzieht und rächt sich an einem mobbenden Kind und diverse andere tolle Folgen. Auch das zweite Buch, Pippi geht an Bord, 1946, ist auch wieder eine Aneinanderreihung von einfach nicht zusammenhängenden Kapiteln. Da kommt aber tatsächlich ein kleines bisschen so, wie soll ich sagen, Main-Storyline auf, weil der Vater von Pippi auftaucht und möchte, dass Pippi mit ihm mitkommt.
Ja, und Pippi sagt dann auch zu, kann man auch in der Serie sehen, die Abschiedsparty von Pippi, wo sie dann zu ihrem Vater aufs Schiff geht mit den Matrosen. Und es ist mega emotional. Also Annika und Tommy heulen Rotz und Wasser, weil Pippi jetzt die Villa Kunterbunt verlassen möchte und mit ihrem Vater in die Südsee fahren möchte. Und im letzten Moment, das ist im Buch genauso, sagt sie dann, nein, ich möchte hier bleiben bei meinen Freunden. Papa, es tut mir leid, wir werden uns irgendwann wiedersehen, aber ich bleibe bei meinen Freunden hier und bleib dann in der Villa Kunterbunt. Und im dritten Buch, Pippi im Takatuka-Land, da wird's dann wild, das kam 48 raus, da bekommt sie einen Brief von ihrem Vater und muss dann doch ins Takatuka-Land und nimmt Tommy und Annika mit und erlebt dann dort wilde Abenteuer mit den Kindern dort in der Südsee und mit Haien. Ja. Und es gibt einen furchtbar weirden Film, der gar keinen Spaß macht, weil er irgendwie nicht so geil ist wie die alte Serie. Hat auch nichts mit dem Buch tatsächlich zu tun. Das ist eine ganz andere Geschichte, das Takatuka-Land. Ja, ist das so? Ja, also ich glaube, im Buch ist es ja so, da fährt sie dann einfach hin und hat mit allen Leuten da total viel Spaß. Und dann sind die da monatelang, dann fährt sie irgendwann wieder zurück. Und der Film ist ja, ihr Vater ist gekidnappt worden von Piraten und sie muss den retten. Genau, so eine schlechte Abenteuergeschichte. Ja, ja. Richtig. Wo sie dann da gegen andere Piraten kämpfen muss, gegen den bösen Piraten Blutswente. Ja. Muss sie da kämpfen und ihren Vater aus dem Knast befreien. Und ach so, das wusste ich gar nicht, dass das gar nicht auf dem Originalbuch basiert. Ja. Ich fand den Film einfach nur shit. Ist super langweilig. Vor allem ist es auch so schön, wie ihr Vater da immer verzweifelt und immer mehr rumheult und sagt, hoffentlich kommt meine 9-jährige Tochter bald. Fred hat es vorhin schon gesagt, es sind sehr viele abgeschlossene Episoden. Du hast schon gesagt, das ist super geil für Kinder, weil auch wahrscheinlich auch eine Konzentrationsfrage. Ja, genau. Ne? Eine Geschichte sich anhören und dann wegpennen oder fertig sein damit jetzt erstmal gerade. Aber was ist denn so aus Kinderbuchautorensicht so das absolute Verkaufsargument für Pippi Langstrumpf eigentlich? Also was ich total cool finde an Pippi Langstrumpf ist, dass es ganz, ganz doll aus Kindersicht ist. Das ist wirklich so ist, als hätte es ein Kind geschrieben. Und es wirklich in diese Welt eintaucht und auch mit den ganzen Sehnsüchten arbeitet. Also sei es ne, einfach die Sache, dass sie da den Süßigkeitenladen leer räumt und nicht zur Schule gehen muss. Und dass sie ein Pferd auf ihrer Veranda hat. Das ist ja einfach schon total toll. Dann dieser Aspekt, dass da keine Erwachsenen sind, die ihr sagen, was sie tun sollen. Aber was ich halt total spannend finde, ist ja, dass Pippi wirklich nicht agiert wie eine kleine Erwachsene, sondern ein Kind ist. Also was ich total bezeichnend fand in der Serie, war diese eine Sache, wo Annika gefragt hat, wer sagt dir denn, dass du abends ins Bett gehen sollst? Wo sie halt nicht sagt, wann gehst du ins Bett, sondern einfach, wer sagt dir das denn? Und dann sagt sie nicht, ich gehe halt, wann ich möchte, sondern sie sagt, ja, ich sag mir das selber und wenn ich nicht höre, gibt's eine Tracht Prügel. Genau, verprügel ich mich selbst. Ja, und das fand ich aber, das ist so spannend. Einfach aus dem Grund, weil es halt darum geht, Kinder gehen ins Bett, wenn ihre Eltern das sagen. Das ist der normale Tagesablauf. Ja. Und das geht darauf ein, dass also wirklich geguckt wird, ich bin nicht ein Kind, das alleine wohnt, sondern ich übernehme die Erwachsenenrolle für mich selber. Wie sehr findet sowas auch heute noch Einfluss in so Kindergeschichten? Also achtet ihr, du hast ja gesagt, ja, du machst sehr viele Sachen zum Beispiel für den Kika. Das ist ja genau. Auch, es ist ja öffentlich-rechtlich gefördertes Kinderfernsehen, ne? Ja. Wird auf solche Sachen auch nach wie vor geachtet oder ist es halt eigentlich auch eher so, weiß ich nicht, dass drauf geachtet wird, das muss einen Mehrwert für Kinder haben oder machen wir was, wo Kinder halt auch wirklich Spaß dran haben und eigentlich gar nicht wissen, dass sie gerade was lernen? Also ich kenne natürlich jetzt auch nicht jedes Kinderprogramm. Nein, schon klar, aber aus deiner Erfahrung. Es wird halt schon geguckt, dass man die richtigen Werte sozusagen vermittelt, dass man jetzt keinen Blödsinn sozusagen erzählt. Nicht die Kinder zu Kannibalismus anstachelt. Ja, genau. Und so. Aber das Ding ist tatsächlich, ein ganz großes Ding bei Kinderfilmen ist, und das ist etwas, was, glaube ich, alle Menschen, die wirklich hauptberuflich Kinderfilme machen, verstehen, ist, dass man nicht Filme für Kinder erzählt, was sie mal werden. Also ganz viele sagen immer, ach, das ist das Publikum von morgen. Nein, es ist nicht, es ist das Publikum von heute. Es ist nicht, dass Kinder irgendwann mal Erwachsene werden, sondern man sollte Geschichten für die Personen erzählen, die sie gerade sind, nämlich Kinder. Und das ist so das Wichtige. Und dann geht man halt ganz genau darauf ein, was interessiert die denn gerade? Und wenn man wirklich sagt, oh, wir machen jetzt was, um Kindern was beizubringen, wenn das das einzige Argument ist, um etwas zu machen, dann sollte man bitte niemals was für Kinder machen.
Verstehe. Okay, ja. Und Astrid Lindgrens Leistung dann an der Stelle ist wahrscheinlich, dass sie nicht nur ein Buch für Kinder gemacht hat, aus Kindersicht, sondern ja. auch etwas, wo Erwachsene auch davor sitzen wahrscheinlich ja. und sagen, also ich weiß, wie es ein Kind war. Ja. Das ist so. Und es das ist ja auch die Schwierigkeit, schätze ich mal. Ich meine, wir sind jetzt alle erwachsen. Versuch mal aus Kindersicht Dinge noch mal zu schreiben. Ich meine, die kürzeste Zeit deines Lebens, das hat Tobis Bruder mal gesagt, der arbeitet mit Jugendlichen zusammen. Ja. Der meinte mal, ey, es ist halt wirklich auch so bei Jim Knopf, die kürzeste Zeit deines Lebens bist du Kind. Und wirklich ein gutes Kinderbuch zu schreiben, ist ja. fucking schwer, was das angeht. Sich da rein zu versetzen, ne? Ist nicht so einfach. Das musst du dir mal klar machen. Kinder sind die einzige Zielgruppe der Welt, die sich ihre Geschichten nicht selber erzählen können, weil Kinder arbeiten nicht. Kinder sind darauf angewiesen, dass Erwachsene wissen, was sie interessiert. Wow. Ach so, also wow. Es gibt, ne? es gibt das ja. ist, oh, da mach ich einen Knoten im Kopf. Erklär mir das mal einmal kurz. Es gibt keine Kinder, die Kinderfilme drehen. Ja, genau. Ach so. Okay. Okay, also Kinder, okay, dieses typische Ding-Programm von Kindern für Kinder, genau. weil Kinder vielleicht doch nicht arbeiten nicht, weil Richtig. Haben vielleicht doch nicht sie sind noch nicht 18. Genau, haben auch noch nicht die nötigen Fähigkeiten ja, genau. und vielleicht auch die Disziplin, um sowas dann halt irgendwie Richtig. Rüberzubringen. Mhm. Okay. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, deshalb Kinderautoren haben alle das Problem, dass sie selber keine Kinder mehr sind und müssen sich ja. aber daran reinversetzen können, wie das ist und was Kinder interessiert. Macht es das dann auch auf eine gewisse Art und Weise, ist doch bestimmt arschschwierig, wenn du selber was runterschreibst und ich kenne das selber, dass du dann halt auch da sitzt und dir denkst, ja komm, das muss jetzt nicht weiter erklärt werden, weil zu viel erklären macht es auch irgendwie kaputt, aber für ein Kinderbuch musst du wahrscheinlich nochmal eine Schippe drauflegen, dass vielleicht Sachen nicht weiter erklärt werden, aber einfacher, oder? Ja. Du darfst auch sehr viel mehr erklären, sozusagen. Also da musst du nicht Das ist Herr Nilsson. Ja, Herr genau. Nilsson hat Würmer und deswegen geht's ihm heute besonders schlecht. Ja, richtig. Und das darfst du aber im Kinderbuch schreiben, dann ist es ganz klar. Im Erwachsenenbuch würdest du da wahrscheinlich irgendwie schreiben, Herr Nilsson lag auf dem Boden und sah sein Leben vor seinen Augen. Keine Ahnung. Also würde man das so ein bisschen mehr umschreiben, mehr Gefühle, während du im Kinderbuch sagen darfst, er hatte braune Haare. Mhm. Das ist der Unterschied zwischen, ich habe mich auch ein bisschen auf das Thema vorbereitet und jetzt kann ich glänzen mit meinem Wissen. Das ist der Unterschied zwischen narrativem und szenischem Schreiben. Also man unterscheidet zwischen diesen zwei Grundkonzepten beim Schreiben. Beim narrativen Schreiben werden Geschehnisse direkt beschrieben und erklärt. Märchen zum Beispiel sind eigentlich immer narrativ erzählt. Also wie von einem Erzähler. Zum Beispiel, Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald, dort war es dunkel und auch so bitterkalt und sie fürchteten sich sehr. So, hier werden direkt die Ereignisse und die Eigenschaften erklärt. Sind alleine, es war kalt, es war dunkel und sie hatten Angst. Genau. Vier Sachen, die jedes Kind auch schon mal kennt. Jeder ist schon mal irgendwo in der Menschenmenge verloren gegangen. Beim szenischen Schreiben oder Erzählen wird alles durch Handlungen und Dialoge gezeigt. Also praktisch indirekt. Man sagt dazu auch Show, don't tell. Ja, 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 genau. Also Beispiel, Gretel zitterte und ihr blasses Gesicht hob sich von den nachtschwarzen Baumstämmen ab. Ich bin müde, flüsterte sie. Hänsel wischte sich mit dem Handrücken die Nase. Wir müssen weiter, drängte er. Ja, also das ist szenisches und narratives Erzählen. Und Kinder- und Jugendbücher sind wahrscheinlich eher sehr direkt geschrieben, ne? Ja, also man darf das schon so szenisch machen, aber klar, dafür wird es auch mehr verziehen, wenn man narrativer schreibt und es direkt auf den Punkt bringt, sonst wird das manchmal auch nicht verstanden. Aber deshalb, das ist ja auch manchmal ganz spannend, wenn man denkt, oh, ich weiß noch, diese eine Geschichte, die war total spannend in meiner Kindheit, es war riesig lang und dann findet man als Erwachsener raus, waren drei Sätze. Ja, baut man sich sein eigenes Bild. Total. Ne? Ja. Ja, und heute wird eigentlich eher das szenische Erzählen als, ich sag mal, elaboriert und auch lebendiger empfunden. Also so kennen wir das ja auch aus Filmen und Serien. Und ist aber auch schwerer zu verstehen. Ich muss ein kleines Outing machen. Ich stehe auf narrativ erzählte Science-Fiction-Romane. Also so Quantenphysik für Kinder praktisch. Ich stehe total auf so Hard-Sci-Fi-Romane, Geil. Wo alles direkt beschrieben wird und es gar keine Dialoge gibt. Dann passiert das, jetzt passiert das, dann hat dieser Alien das gemacht, weil ich halt auf Plot stehe. Und gar nicht so sehr auf ewig lange Beschreibungen, aber das ist auch Geschmackssache. Witzig, bei mir ist genau andersrum. Ich stehe auf Charaktere. Das finde ich total spannend, wo ihr das gerade sagt. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied, warum manche Kinderbücher bei Erwachsenen nicht gut ankommen. Bei Kinderbüchern kannst du auch 100 Seiten erstmal erklären, wie das Schloss aussieht, in dem sie sind. Und dann gucken sie sich um und finden das total spannend. Hasse ich.
Ja, aber es ist Geschmackssache. Ja, und Erwachsene finden das halt nicht so cool. Also ich habe teilweise tatsächlich Rezensionen gekriegt, wo es dann hieß, ja, das dauert zu lange, bis die Handlung losgeht, wo ich da stand, ja, aber Hans Gieseler, du bist 53, das Buch ist halt nicht für dich gemacht. Ja. Not my audience. Ja, wirklich. Also das ist total cool. Jetzt, mein Lieblingszitat ist von Enid Blyton, die hat 5 Freunde und so geschrieben. Mhm. Kritik von Leuten über 12 interessiert mich nicht. Du, ja. Es gibt so gerade so in der Szene der TV-Macher gibt es so den Spruch, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Mhm. Ja. Also dein Buch muss den Kindern gefallen und nicht den Erwachsenen. Auf der anderen Seite hat Rolf Zukowski, der legendäre Kinderliedmacher, in einem Interview mal gesagt, wenn du ein erfolgreiches Kinderlied oder Kindermusik machen willst, musst du auch die Erwachsenen kriegen. Weil die müssen jetzt das für die Kinder kaufen und mit denen zu den Konzerte gehen und so, ne? Ja, das ist leider auch ganz wichtig, dass die dann, das darf man nicht unterschätzen, wenn man ein Buch im Buchladen macht. Klar gehen dann da Kinder rein und sagen, oh geil, das möchte ich haben, das hat meine beste Freundin auch. Aber meistens sind es dann die Erwachsenen, die hingehen und sagen, ich kaufe dieses Buch. Ja, ja, ja. Worauf muss man beim Schreiben von Kinder- und Jugendbüchern noch achten? Ich frage mal ganz offen. Da gibt es eine ganze Menge Sachen. Ganz viele Regeln. Ja? Ja. Ich mache jetzt mal meine Notizen auf, Moment. Ja. Also ich habe tatsächlich nämlich meine Bachelorarbeit genau über dieses Thema geschrieben, damals vor 10 Jahren. Also es ist ein Kinderfilm. Was war der genaue Titel? Der genaue Titel war, sind Walt Disney-Filme Kinderfilme im Vergleich zu Studio Ghibli-Filmen? Ah, geil. Okay. Oh, wow. Das heißt, ich habe krass, ich gehe mal davon aus, dass Studio Ghibli da wahrscheinlich nicht gut abgeschnitten hat, oder? Ja, weil ich finde, also, das sind gar keine Kinderfilme. Ja, nee, so einfach ist es nicht. Manche schon, manche sollten mit Eltern geguckt haben werden, manche nicht. Mhm. Ich habe eine Definition gemacht, was ist ein Kinderfilm, das gab es auch nicht. Und dann habe ich das halt angewendet auf Pinocchio und die letzten Glühwürmchen. Mhm. Und habe geguckt, sind das Kinderfilme oder nicht. Genau. Die letzten Glühwürmchen. Ja. Als Kinderfilm. Willst du mich verarschen? Nein, der ist ab 6. Ja, stimmt. Stimmt, du hast ja recht. Ja. Die letzten Glühwürmchen musst du dir mal geben. Da heulst du Rotz und Wasser am Ende. Das ist Studio Ghibli, oder? Der ist hammergeil, aber auch ich persönlich setze mich dahin, als ich den das erste Mal gesehen habe und saß auch da so, das soll ein Kinderfilm sein? Willst du mich verarschen, Alter? Da sitzt du ja als Erwachsener da und hast Tränen in den Augen. Vor allem, du weißt nach 5 Minuten, wie es endet. Das ist noch nicht mal ein Spoiler, dass du weißt, oh, jetzt gucke ich mir das hier 80 Minuten lang an. Mhm. Ja, na gut. Aber solche Filme wie halt zum Beispiel auch hier, was war denn das? Das Leben ist schön hier, La Vita e Bella, Roberto Benigni. Ist auch, glaube ich, ab 6 oder sogar auch, glaube ich, ab 12 freigegeben oder sowas. Und das ist halt auch, da geht es ja auch darum, dass er die ganze Zeit den Horror der Konzentrationslager versucht, von seinem Kind halt irgendwie fernzuhalten oder so. Dann hast du das auch, weil der Film halt zwar den Horror zeigt, aber wenn du die Geschichte jetzt einfach nur runtergeschrieben hast und lassen wir das Wort KZ an der Stelle dann mal halt irgendwie draus, dann hast du einen Vater, der seinem Kind quasi, ich sag mal, eine Tropfsteinhöhle schmackhaft machen möchte. Ganz, ganz, ganz krass gerade runtergebrochen. Es gab vor einigen Jahren auch ein Oscar-Kurzfilm, also ein Kurzfilm, der einen Oscar gewonnen hat, der aus Deutschland kam, Spielzeugland, der genau darauf ging, wo halt die jüdische Familie deportiert worden ist und die Mutter des Nachbarskindes hat gesagt, nein, die fahren ins Spielzeugland, was darin resultierte, dass das Kind mit ins Spielzeugland wollte. Mm. Oh, ja. Und also es ist hammergeiler Film, aber geht auch um diese Thematik. Ja. Ja. Aber auf Zufrieds Frage zurück, was braucht denn jetzt ein gutes Kinderbuch? Was braucht ein gutes Kinderbuch? Was braucht ein gutes Kinderbuch? Also, als allererstes sollte die Hauptfigur ein Kind sein oder kindliche Ideale vertreten. Sprich, in dem Fall, es muss nicht unbedingt ein Kind sein, aber zum Beispiel bei den ganzen Disney-Filmen, das sind Erwachsene, aber die haben kindliche Ideale, die sie hier vertreten. Okay. Und die muss auch dem Guten zugeordnet sein. Mhm. Genau. Das heißt, du darfst kein boshaftes Kind haben. Ja, genau, du darfst keinen Bösewicht als Hauptfigur haben. Mhm. Okay. Kindliche Ideale, also zum Beispiel Geppetto, der im Prinzip einen Spielkamerad haben will oder ein Kind. Ja gut. Ja, der ist nicht die Hauptfigur. Stimmt, Pinocchio, wenn du Pinocchio halt hast, kindliche Ideale, ich bin neugierig, ich will die Welt erkunden, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen bevormund auch. Ich will zur Schule gehen. Gut, irgendwann in deinem Leben willst du ja auch zur Schule gehen, ne? Wenn du dann da bist, merkst du, das war eine Falle. Ja. und ich will Freunde finden halt, ne? Ja.
Ich finde es gerade noch ein bisschen abstrakt. Mhm. Was sind so kindliche Ideale in dem Dass Fall? Dass du dich verhältst wie ein Kind. Also sei es jetzt bei Dornröschen, das ist auch ein Kinderfilm, aber sie ist 17, wenn das alles passiert. Aber sie hat ja trotzdem dieses, ich singe mit Vögeln und nicht, ich muss Steuern zahlen. Ja, meine liebste Kindheitserinnerung, keine Miete zahlen. Also die Kids müssen sich irgendwie identifizieren ja, können. Genau. Natürlich. Ja, genau, die müssen sagen, okay, das ist meins. Dann muss es ein Genre sein, das sie verstehen. Also mit einem Psychothriller oder Romantic Comedy muss in einem Kind nicht kommen. Es muss halt ein Thema sein, das sie auf jeden Fall nachvollziehen können, was sie interessiert. Das kann, also bei Erwachsenen ist es ja zum Beispiel, ne, ich will meine große Liebe finden und genug Geld verdienen, damit ich nicht meine Wohnung verliere. Bei Kindern kann das sein, je nach Zielgruppe, wenn die 3 Jahre alt sind, ist eine gute Geschichte, ich muss meine Jacke alleine anziehen. Das reicht manchmal schon. Wenn Kinder älter werden, ist es ganz, ganz oft Trennung von den Eltern, erwachsen werden, neue Schule, neue Freunde. Genau, das ist auch immer die Geschichte. Am Anfang steht immer ein Problem bei den Kindern. Das ist überall so in der Geschichte. Aber in diesem Fall ist es ein Problem. Und im Laufe dieser Geschichte wachsen sie so viel, dass sie am Ende das selber lösen können. Das beste Beispiel ist da Wendy aus Peter Pan. Zum Beispiel, die soll am Anfang aus dem Kinderzimmer ausziehen, in ihr eigenes Zimmer. Und sie sagt, das will ich nicht, ich will im Kinderzimmer bleiben. Dann geht sie in die Welt, wo alle Kinder bleiben, übernimmt da die Mutterrolle und erkennt am Ende, nein, ich bin erwachsen, ich gehe nicht mehr ins Kinderzimmer. Also hat ihren eigenen Konflikt gelöst, sozusagen. Okay, also Themen, Genres, Themen, die Kinder verstehen. Ja. Mit kosmologischer Hard-Sci-Fi à la Trisolaris können die meisten 8-Jährigen wenig anfangen. Kommt drauf an, wie du es erzählst, aber ja. Ja. Genau. Dann gibt es so Sachen wie entspannende Momente. Nee, gar nicht wahr. Spannende Momente müssen sich mit entspannenden Momenten immer abwechseln. Das heißt, du kannst nicht Ewigkeiten eine Handlung durchziehen. Das merkst du zum Beispiel bei Pippi Langstrumpf, als sie in den Limonadenbaum klettert. Sagt sie, ich muss für immer hier bleiben, ich muss hier sterben, ihr müsst mir Essen anreichen. Mhm. Das ist total traumatisch. Annika bricht da fast zusammen und heult. Aber Pippi löst das sofort auf, weil das halt für Kinder total furchtbar wäre, wenn die jetzt noch nach Hause gehen, schlafen und am nächsten Tag das erst aufgelöst kriegen, weil das ein zu großer Konflikt ist. Oder wenn du eine 10-minütige Verfolgungsjagd hast, brauchst du zwischendurch mal kurz, dass die Figuren miteinander reden, damit Kinder kurz durchatmen können. Ja. Es ist ja auch bei Kindern noch immer alles bierernst. Ja, ne? Genau. Wenn du denen das immer erzählst, ist ja dann, selbst wenn es Pippi Langstrumpf jetzt in dem Falle halt ist, ne? Die Figur ist ja nicht, das ist ja nicht nur einfach nur eine runtergelesene Geschichte, das wird ja plötzlich im Kopf, wird's ja echt. So, ja, ne? Genau. Schafft's Pippi denn jetzt? Ja, ja, guck mal hier, Pippi, die kommt dann nur wieder runter vom Baum, so wird alles gut, ne? Das ist etwas, das auch bei Erwachsenenfilmen ja gemacht wird, so eine Spannungssinuswelle gibt, ne? Dass es immer abwechselnd krasse Action und Entspannung gibt, also normalerweise, aber bei Kindern musst du wahrscheinlich noch krasser drauf achten. Ja, genau. Ja. Dass du das ist aber auch teilweise dann die Aufgabe der Erwachsenen, dass sie dann ihre Kinder dabei begleiten müssen. Weil es gibt ja verschiedene Entwicklungsstadien, was Kinder zu einem gewissen Grad verstehen, sei es mit 3 Jahren denken sie noch, die Figuren wohnen im Fernsehen. Glaube ich zumindest, dass es irgendwie mit 3 waren. Irgendwann denken sie, die sind echt da drin. Ja, deshalb ist zum Beispiel auch sehr wichtig, dass sie von der Realität das abgrenzen können. Deshalb funktionieren Animationsfilme so gut bei Kindern, weil sie da sofort erkennen, oh, das ist nicht die Realität. Ah, ich erinnere mich daran, dass Tobi jetzt hier in Abwesenheit uns mal erzählt hat, dass er als Kind davon überzeugt war, dass die ganzen Spielfilme im Fernsehen irgendwo gerade live vorgetragen werden. Genau. Und zwar jedes Mal, wenn Jurassic Park lief, wird der Film exakt nochmal so live irgendwo vorgeführt. Ja. Also der kam mit in seinem kindlichen Verstand nicht auf die Idee, dass es sowas wie Aufzeichnungen gibt. Ja, das ist auch, weil Sarah das gerade sagte, dass Kinder auch begreifen müssen, dass das nicht mit der Realität zu tun hat. Es gibt so viele Geschichten von so Filmparks und Disneyland und sowas, ne? Weil die Leute, die dann halt irgendwie, weiß nicht, als Donald Duck oder irgendwo dann da hinkommen, ne? Und dann plötzlich, oh, Donald Duck ist da, ne? Kleines Kind, so jetzt hier in echt, oh mein Gott, er fasst mich an, so diese ganzen Sachen. Wenn der Darsteller, wer auch immer das gerade ist, von dem Kostüm den Kopf abnimmt, dann hast du ein traumatisiertes Kind da. Ja. Oder Scheiße baut, so einen Kippenstummel wegschnippst. Ja.
Ja, aber genau, ja. Das geht halt auch so ein bisschen in die Richtung, warum sie das schnell auflösen, Pippi. Warum sie sagen, nein, das ist eine Lüge. Weil als Pippi sagt, ich gehe jetzt über Wasser, wie oft habe ich versucht, über Wasser zu gehen als Kind? Weil ich dachte, ich muss ja nur genug üben. Also dafür ist das dann da. Oder halt, dass Kinder nicht sagen, in, keine Ahnung, welche Serien es jetzt gibt, wo, ich sage mal König der Löwen, nicht das beste Beispiel, aber ne, oh, Löwen sind ganz nett, ich kann die streicheln und sie leben mit Schweinen zusammen. Ja. Das stimmt halt nicht so. Und essen Larven. Ja, genau. Also dann möchtest du auch nicht, dass dein Kind vielleicht irgendwelche wilden Tiere streichelt, die vielleicht wirklich gefährlich sein könnten. Ja. Gut, damit kommt man, also es gibt sehr, sehr, sehr selten die Möglichkeit, sowas zu tun. Ja, das stimmt schon. Obwohl meine Eltern haben mir damals, ich komme aus einer Spargelregion, wenn Spargelzeit war, gab es bei meinen Großeltern meistens dann halt auch irgendwie Frühstück, Mittag, Abendessen immer Spargel. Und ich als Kind habe ich ihn total gehasst. Ne? Und da, die haben mir das so schmackhaft gemacht, halt auch mit, schleimig, jedoch vitaminreich. Ja, mir wurde früher gesagt, iss den Kuchen auf, dann kannst du fliegen. Ich habe den ganzen Nachmittag war ich damit beschäftigt, von dieser Bank zu springen und fliegen zu üben. Meine Eltern fanden das bestimmt mega geil, weil ich war 4 Stunden beschäftigt. Naja. Isst den Kuchen auf, dann kannst du fliegen. Ja, Himbeerkuchen. Ja. Isst erst deine Bonbons, danach gibt's erst den Bananasplit. Ich wusste Bestechung. Irgendwas stimmt daran. Du armes Kind. Ja, genau. Ja, 2 Regeln habe ich noch. Die eine ist, das wusste ich vorher auch nicht, aber wenn man mal Kinderfilme anguckt, das stimmt, es muss eine geradlinige Erzählung sein. Das bedeutet, es darf in der Zeit nicht hin und her springen. Du darfst in einem Kinderfilm nur ein einziges Mal in der Zeit hin und her springen. Das kann sein in die Zukunft oder in die Vergangenheit, aber du darfst nicht zurückspringen. Deshalb darf man zum Beispiel keine Rückblenden machen. Außer sie sind genau abgegrenzt, weil das ist zu viel. Ja. Das ist ein Ding. Außer natürlich, die Figuren gehen jetzt in eine Zeitmaschine und reisen mit. Das geht schon, aber halt nicht als Stilmittel. Ja, also Pulp Fiction ist sehr schwer zu verstehen für Kids. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu hoch, ja. War aber auch für uns Erwachsene, war für uns Erwachsene beim ersten Mal gucken, aber auch schon nicht leicht, ja. Verstehe, ja. Genau. Und eigentlich die allerwichtigste Regel ist, nehm Kinder ernst. Wenn du eine Geschichte erzählst, sag nicht, ich möchte Kindern das damit beibringen oder guck auf sie herab oder sag das doch niedlich, das mögen Kinder doch, sondern wirklich, nimm Kinder ernst, geh auf Augenhöhe, sehe das als echte Menschen an. Das ist teilweise erstaunlich schwierig für manche Schreiber. Ja. Und erzähl eine Geschichte, die sie wirklich interessiert. Also nicht einfach nach dem Motto, das könnte doch gut für Kinder sein, sondern wirklich auf Augenhöhe. Ja, ich habe da jetzt gar nicht so ein gutes Beispiel für, aber wirklich Kinder ernst nehmen. Sonst hauen die dir das um die Ohren und sagen, meinst du das jetzt ernst oder nicht? Hier, wie hieß er denn? Antoine de Saint-Exupéry, der kleine Prinz. Leck mich am Arsch. Der hat sich das mal aufschreiben sollen. Ich finde, Der kleine Prinz ist ein großartiges Buch. Ich verstehe bis heute aber nicht, warum das immer noch unter den Top 10 Kinderbüchern, die man gelesen haben sollte, immer noch irgendwie unter den Top 3 zumindest zu finden ist. Weil Der kleine Prinz, meiner Meinung nach, ist nicht für Kinder. Das ist wirklich nicht für Kinder. Das ist so schwer und so kompliziert teilweise. Ich glaube, da ist ein Missverständnis auch so ein bisschen passiert, weil Der kleine Prinz ist ja nicht die Hauptfigur. Das ist ja der abgestürzte Pilot, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also zumindest kam es mir immer so vor. Also es hat schon durchaus Kindermotive, die man hat, aber es sind da Thematiken, die vielleicht nicht so funktionieren. Gut, man kann auch sagen, Kinder sind härter, als man denkt. Und wenn sie etwas schockiert oder sie etwas nicht verstehen, dann ignorieren sie das einfach. Mhm. Beim kleinen Prinz zum Beispiel habe ich nie kapiert, dass der am Ende stirbt. Mhm. Weil Kinder können ziemlich viel wegignorieren. Ich erinnere mich da auch gerade dran, was waren das hier, die Don Bluth-Filme halt auch so, gehe ich auch heute immer noch mit, dass ich auch sage, so hier hier Mrs. Brisby, Gespür für Schnee und so eine Sachen dann halt irgendwie, oder hier der Troll mit dem grünen Daumen, diese ganzen Geschichten, gehe ich auch immer noch, obwohl es Animationsfilme sind, sage ich auch immer noch so, nee, das ist eigentlich so richtig, für Kinder ist es halt irgendwie nicht, wird doch in einem Land vor unserer Zeit, das ist so düster alles teilweise. Ja, aber da ist das große Problem, das ist, glaube ich, gerade ein deutsches Problem, dass Deutsche sehr gerne Animationsfilme mit Kinderfilmen gleichsetzen. Das ist ja auch zum Beispiel, deshalb liefen die ganzen Animes bei RTL 2 im Nachmittagsprogramm stark gekürzt, da wurde ja auch nie gesagt, oh mein Gott, er ist ermordet worden, da wurde gesagt, er wurde degradiert, damit es halt ein bisschen kinderfreundlicher ist, weil man Animationsfilme
Animation mit Kinderfilm verwechselt hat. Verstehe. Und das stimmt nicht. Das muss ich aber auch sagen, das ist, kommt auch ein bisschen auf die Prägung irgendwie an, weil wie du schon sagst, so, ne, wir sind ja alle in Zeiten groß geworden, wo klar, RTL 2 hat ungefiltert irgendwelche Sachen gezeigt. Im Internet konnte man sich noch Leute dabei angucken, wie sie geköpft werden, ohne dass irgendwo ein Adblock aufgetaucht ist oder irgendwas halt, ne? Und ich kann mich auch noch daran erinnern, meine Mutter hat zum Beispiel immer ein tierisches Problem gehabt, wenn meine Schwester ist 4 Jahre älter als ich, die durfte das immer gucken, ich aber nicht Lady Oscar. Ah. Ja, Lady Oscar, ich finde das bis heute geil. Kenne ich überhaupt nicht. Oh, super geil, musst du dir mal geben. Lady Oscar, super geile, okay, eine super geile Serie. Und da geht's ja auch teilweise richtig zur Sache. Da verlieren Leute bei Kämpfen halt irgendwie Augen und die werden verbrannt und die werden geköpft und die werden getötet, dann auch bei Duellen und sowas alles und die muss flüchten und da geht's richtig heiß her halt irgendwie teilweise. Und meine Mutter hat sich darüber auch immer aufgeregt, warum das halt irgendwie so im Frühnachmittagsprogramm irgendwo auch auf RTL 2 dann oder so dann lief, ne? Aber ich habe das als Kind halt auch schon relativ viel gesehen, hab's absolut nicht verstanden. Heute als Erwachsener setze ich mich hin und sag so, boah, was für ein geiler Scheiß eigentlich, so, ne? Aber du hast recht, als Kind hat man viele Sachen halt auch dann weggeblockt einfach. Mhm. Ja. Was sind die größten Herausforderungen? Also wo kann man es am ehesten verkacken beim Schreiben eines Kinder- oder Jugendbuches? Was ist die größte Hürde, die man nehmen muss? Ja, dass du ein Thema findest, das Kinder interessiert und dass du halt auf deren Ebene gehst. Also man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie man für Erwachsene schreibt. Das ist total cool und deshalb vergesse ich auch manchmal, dass viele Leute nicht für Kinder schreiben können. Ist immer manchmal ein bisschen witzig. Ja. Deshalb, ja, also dass du wirklich guckst, das ist jetzt gerade nicht für mich, sondern das ist für eine andere Zielgruppe und dass du dementsprechend auch die Sprache wählst und das Thema. Und dass du den Konflikt zwar klein hältst, ihn trotzdem aber ernst nimmst. Wie ich genau eben gerade gesagt habe, für ein 3-jähriges Kind ist es eine Riesenaufgabe, die Jacke alleine anzuziehen. Das ist eine ganze Geschichte. Da darfst du aber nicht als Erwachsener kommen und sagen, pff, das ist ja nur eine Jacke, zieh die halt an. Sondern du musst das richtig, richtig ernst nehmen, dass das für das Kind gerade ein Erfolgserlebnis ist. Also ist die gleiche Geschichte wie, keine Ahnung, Frodo wirft den Ring, bringt den Ring nach Mordor. Ist genau das gleiche wie, ich ziehe meine Jacke an. Kann ich mich noch im Kindergarten erinnern, als es darum ging, wir lernen jetzt alle Schuhe zu binden. Ja. Da gab es so einen Testschuh, so aus Holz, ne, mit so Lederbandagen drumherum. Und den konntest du selber halt binden und nur so, dass du es halt siehst, ne, also von oben dann halt auch. Und ich weiß noch, ich war richtig niedergeschlagen als kleines Kind, weil alle aus meiner Gruppe haben das irgendwie innerhalb, also das war so die Aufgabe für die Woche quasi, ne? Alle haben das irgendwie gleich am ersten, zweiten Tag halt irgendwie hinbekommen und dann immer auch so gemacht, wer es am schnellsten kann. Und ich habe es die ganze Woche über nicht hingekriegt und habe mich dann irgendwann richtig geschämt, dass ich mit Klettverschluss immer noch zu in den Kindergarten gegangen bin. Ne? Siehst du, eine Heldenreise. Ja, aber du hast vollkommen recht. Ja, als Kind, klar, das beschäftigt dich. Und eine Woche kannst du ja überhaupt nicht fassen im Kopf. Eine Woche ist ewig lang. Mhm. Ne? Ja. Und das ist das Ding, dass du wirklich dir einmal die Lebensrealität von Kindern klar machen musst, in der du bist, dass eine Woche ewig lang ist, dass ein Kind das nicht kann. Oder es gibt ja auch dieses Beispiel, wo man Kindern sagt man ja immer, du musst teilen lernen. Wenn ein Kind auf eine Schaufel hat auf dem Spielplatz und ein anderes Kind nimmt es weg und dann die Mutter kommt, ja, du musst auch mal teilen lernen, er darf doch wohl mit deiner Schaufel spielen. Diese Schaufel ist so doll wie dein Ferrari oder dein Handy. Ja. Und wenn da jemand kommt, du kannst doch wohl jemandem anderen mal dein Handy geben zum Spielen. Das ist genau das Gleiche. Und das muss man sich einmal klar machen. Ja. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, um als Erwachsene Kinderbücher zu schreiben. Also das ist das Wichtigste. Ich glaube, wenn du das drauf hast, alles andere kann man lernen. Was ist schwerer, Bücher und Geschichten für Erwachsene schreiben oder für Kinder? Ich habe ja keine Ahnung, ich schreibe ja keine für Erwachsene, ich kann das es nicht. Es ist halt sehr anders, ne? Ja, es also halt ich würde sagen, schwieriger ist es für Erwachsene zu schreiben, jemand anderes würde sagen, schwieriger für Kinder. Ja, es ist halt wirklich, wirklich was anderes, was einem mehr liegt, was man besser kann, man muss ganz andere Dinge beachten. Mhm. Wie sehr vergleichst du dich eigentlich auch mal so mit, weiß ich nicht, Pippi Langstrumpf oder halt auch als Autor jetzt Astrid Lindgren auch mal, dass du da stehst nach so einer Geschichte. Ja, Pippi Langstrumpf ist es nicht, aber gut genug. Weißt du, was ich meine? Immer. Echt? Ist es immer so im Hinterkopf? Ja, ist sie mit ihrem Talent, hängt sie wie ein Damoklesschwert über allen Kinderbuchautoren? Nein, also so würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich sage immer, ich bin überhaupt kein Perfektionist. Also es gibt ja die ganzen Kinderbuchautoren, die ganzen Autoren, die ihre Geschichten bis zum geht nicht mehr feilen und erst nach 5 Jahren damit rausgehen. Und ich bin die sagt, ja, passt. Passt schon. Also so blöd das klingt, also das heißt jetzt auch nicht, dass ich meine Geschichten nicht ernst nehme oder dass ich die nicht wirklich gut ausarbeite. Meistens hole ich mir einfach gern früh Feedback ein, weil es kommt ja sowieso Feedback. Aber
ich denke mir halt einfach, ich möchte ja viele Geschichten schreiben. Und da bringt es mir jetzt ja nichts, wenn ich 10 Jahre an meinem Meisterwerk feile, wenn es dann doch nichts wird. Und dann sage ich lieber, das ist ausreichend, das ist immer noch gut. Und wenn es dann die neue Pippi Langstrumpf wird, ja geil. Wenn nicht, ja, dann ist es halt so. Dann wird es vielleicht das nächste Buch. Ist es schwer? ist es schwer, Kinderbuchautor oder Autorin zu werden und damit Geld zu verdienen? Also ich habe es ja geschafft, deshalb weiß ich es nicht so genau. Nein, also es hat natürlich viel mit, sag ich mal, Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu tun. Aber du musst halt auch dein Handwerk verstehen. Und du musst Chancen annehmen. Also man kann das ruhig schaffen. Also es geht schon. Es ist möglich. Man darf sich halt vielleicht nicht auf ein Medium spezialisieren. Also allein von Büchern zu leben ist fast unmöglich, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt durchaus Autorinnen, die das machen und die das können und auch zu Recht. Aber im besten Fall hast du noch ein zweites Pferd, wie du machst noch Drehbücher, du schreibst Erklärfilme. Oder Sebastian Fitzek, jetzt bringst Brettspiele raus. Oh, er bringt Brettspiele raus. Echt? Oder machst Cover, lektorieren. Ja, aber das ist doch auch geil, Brettspiele zu schreiben. Ja, ich glaube, der Fitzek hat auch ein Brettspiel und sogar auch 2 Escape Games mittlerweile. So, ja, geil. So diese, also die du halt wirklich kaufen kannst und dann, während du das spielst, ich habe mal so ein Escape Game, glaube ich, von 3 Fragezeichen mal gespielt an Silvester mit ein paar Freunden zusammen. Und da stand da noch drin, so, ja, nur einmalig spielbar. Ich dachte, ja, dann kennst du wahrscheinlich den Lösungsweg. Nee, als wir es dann durch hatten, wussten wir, wir haben die ganze Verpackung zerstört. Ja, ja, solche Spiele sind beliebt mittlerweile. Das, die Profis machen das dann so, dass sie die nachbauen, damit sie die danach noch verticken können. Was sind so Kinderbücher, wo du sagst, boah, das ist so mein A-Team? So 2, 3 Sachen, wo du sagst, hey, das sind für mich wirklich, das ist mein Star Trek The Next Generation. Also, das ist jetzt nicht so einfach, ne? Also meine aller Lieblingsautorin der ganzen Welt ist Eva Ibbotson. Die kennt man eigentlich gar nicht. Mhm. Die hat so tolle Bücher geschrieben wie Das Geheimnis von Bahnsteig 13. Also das ist im Prinzip, die hat die heile Welt perfektioniert. Und da passiert auch irgendwie überhaupt nichts Böses da drin. Aha, auch mal ganz interessant. Ja, also das fand ich wirklich total spannend. Dass die baut dann immer Welten, wo alle sich mögen. Und dann kommt immer was von außen, was es natürlich kaputt macht. Aber irgendwie mochte ich das, dieses heile Welt und wie sie das geschrieben hat. Also die fand ich großartig immer. Und sonst müsste ich jetzt echt noch mal überlegen, wen ich richtig, richtig gut finde. So deutscher Kinderbuchtitel? Ja, da kennt man sich ja immer. Muss jetzt aufpassen, das war hier Werbung. Ich denke noch mal drüber nach. Wir wollten dich ja in die Jim-Knopf-Folge einladen. Und das hat nicht geklappt, weil du da im Urlaub warst. Ja, ausnahmsweise. Aber Jim Knopf wäre auch so ein Ding für dich gewesen, wo du sagst, geiler Klassiker, oder? Ja, auf jeden Fall. Da kann man ja auch ziemlich viel über Michael Ende erzählen. Ihr habt da auch total spannende Sachen gesagt. Ich hing dann vor der Folge und war so, ja, ja, oh mein Gott. Also einfach nur diese Sache von wegen, was wurde gesagt? Es wird dir, egal durch welche Tür du reinkommst, es wird dir alles verziehen, ob du aus der Porno-Ecke kommst, ob du aus der, ich weiß nicht, welche Ecken kommt, aber die Kinderzimmertür wird dir nicht verziehen. Also es wird dir nicht verziehen, wenn du mal ein Kinderbuch geschrieben hast. Und das stimmt immer noch. Und das ist, ist das so? Das ist ein Ärgerthema, ja. Also das ist wirklich, das ist so mein Thema. Ich sag dann immer, ich baue meine mobile Barrikade auf und dann erklimme ich sie und dann schwenke ich die Fahne für Kinderfilme, weil das wirklich ganz, ganz schlimm ist. Und manchmal merken das die Leute selber nicht, dass sie gerade Kinderbücher abwerten. Und für mich ist immer ganz wichtig, ein Kinderbuch abwerten heißt ein Kind abwerten. Also ich stelle mir dann immer vor, da steht dann so ein älterer Herr, der sagt, nee, es ist ja nur ein Kinderbuch. Und abends geht er nach Hause zu seinen eigenen Kindern und liest denen ein Buch vor, wo ich denke, wie kann der denn seinen Kindern noch in die Augen gucken? Ja. Es gibt Also das ist ein sehr cleverer Satz eigentlich halt wirklich, wenn du ein Kinderbuch abwertest, wertest du ein Kind ab. Weil auf der anderen Seite, ey, das ist dein erster Kontakt mit mit Sprache, mit Schrift. Sprache, Schrift, Popkultur und auch in irgendeiner Art und Weise halt Prägung, ne, in irgendeiner Art und Weise. Wie viele Kinder haben, wie vielen Kindern ist Harry Potter oder Pippi Langstrumpf oder, ja, Jim Knopf
you name it, ja, halt alles Mögliche vorgelesen worden, die das heute noch vielleicht auch dann im Erwachsenenalter ihren Kindern vortragen, mhm, oder die vielleicht damit dann ihre Leidenschaft zum Lesen oder für was auch immer gefunden haben. So, hey, Pippi klettert gerne auf Bäume. Ja, bam, 20 Jahre später, ich starte bei Olympia halt so, weil ich habe dann angefangen, auf Bäume zu klettern. Richtig. So, ne? Ein Fabian Hambüchen vielleicht. Ja, ja, und es gibt viele Dinge, über die sich die moderne Wissenschaft streitet, aber es gibt eine Sache, wo es wirklich einen Konsens gibt, nämlich dass Lesen und auch vorgelesen kriegen für die Entwicklung von Kindern mega, mega wichtig ist. Super wichtig ist. Und wenn man viel vorgelesen kriegt, schon als kleines Kind, verbessert das deinen Start ins Leben und in die Gesellschaft. Das ist super wichtig. Ja, ich hatte eine Mickey-Maus-Ausgabe, wo sie erklärt haben, wie man Selbstmord begeht. Super lehrreich. Ja. Also wirklich, die ist mittlerweile in Deutschland halt weggenommen worden. Ich glaube, die liegt noch bei meiner Oma, diese Ausgabe. Muss ich mal gucken, ob ich die noch finde. Ey, aber was mich immer zum Beispiel auch bei Kinderbuchautoren schon immer auch interessiert hat. Richard, jetzt muss ich mal langsam bremsen. Jetzt stell noch, du bist ja heute echt ein Stuhl in der Brunnen. Ey, jetzt ist Sarah eine mal da. Frage noch, dann will ich Pause machen, ja, Alter. Eine Frage will ich gerne wissen. Wollt ihr beide euch ein Zimmer nehmen? Eigentlich? Tobi braucht nicht wiederkommen. Reden wir nur über Kinderbücher. Nee, weil ich kenne das zum Beispiel von so befreundeten Köchen halt. Also zum Beispiel, wenn die den ganzen Tag gekocht haben für andere Leute, dann gehen die abends nach Hause, machen sich ein Sandwich oder halt einfach irgendwie eine Tütensuppe oder sowas, weil sie keinen Bock mehr haben. Ne? Geht's dir ähnlich, wenn du deine Kindergeschichten runtergeschrieben hast? Also, boah, ey, es war ja erstmal ein John Grisham-Roman. Geil. Es geht in eine andere Richtung. Ich kann keine fiktionalen Serien mehr gucken oder Bücher lesen. Das ist unmöglich. Wenn ich den ganzen Tag geschrieben habe, sage ich, boah, nee. Und da muss ich eine Folge Topmodels gucken oder sonst irgendwelche Kassenshows oder Podcasts hören, weil ich nichts Fiktionales mehr ertrage. Dann eine Folge Breaking Bad ist nicht drin. Nein. Weil. Okay. Also Breaking Bad geht immer noch, weil das keine Kindergeschichten sind, aber wirklich Zeichentrick und sowas, das geht natürlich gar nicht. Aber generell, Fiktion ist ganz, ganz schwierig, vor allem, weil du stehst dann als Autor und bist so, ah, okay, deshalb hat er das jetzt gemacht. Ah, dann wird wohl das gleich passieren. Irgendwann macht es auch überhaupt keinen Spaß mehr, weil du genau die Mechaniken durchschaust. Ich verstehe. Okay. Siehst die Heldenreise schon, bevor sie zu Ende ist. Ja, genau. Mhm. Ja, das ist nachvollziehbar, ey. Ja, gut, Leute, wir machen mal eine kurze Pause. Und super spannend. Wir machen mal eine kurze Pause und danach sprechen wir über das Pippi-Langstrumpf-Syndrom, über die Nazis und antiautoritäre Erziehung und über anderen weirden Scheiß rund um Pippi Langstrumpf. Kack- und Sachgeschichten. Yeah! Die Autorin Astrid Lindgren wurde geboren 1907 in Schweden, hat insgesamt über 160 Millionen Bücher verkauft und gehört damit zu den erfolgreichsten Kinderbuchautoren der Menschheitsgeschichte. Bekannt für Pippi, Michel aus Lönneberger, Ronja Räubertochter lieben viele, Kalle Blomqvist, Karlsson vom Dach, wir Kinder aus Büllerbü und viele, viele weitere und hat ein abgefahrenes und bewegtes Leben. Also da könnte man eine eigene Bio-Shit-Folge bei uns im Premium-Kanal machen über sie. Und ich habe das aber nur wirklich mal ganz, ganz kompakt runtergedampft. Oh, Ronja Räubertochter habe ich gehasst. Ey. Ja? Das musste ich in der Schule lesen. Sie hatte zwar eine schöne Kindheit auf dem Land, in Schweden, wirklich am Arsch der Heide, hatte aber auch einige, wie soll ich sagen, Schatten auf ihrer Seele. Sie wurde bereits mit 18 schwanger, nach einer Affäre mit ihrem deutlich älteren Chef. Hat sie bei einem kleinen Zeitungsverlag, bei so einer Lokalzeitung gearbeitet. Und sie brachte das Kind heimlich zur Welt, denn es war zu der Zeit damals nicht so geil, ein uneheliches Kind mit einem verheirateten Mann zu haben. Und hat das Kind heimlich in einer Klinik in Kopenhagen zur Welt gebracht und versteckte das Kind jahrelang in einer Pflegefamilie. Also jahrelang hatte sie Sehnsucht nach ihrem Kind und hat sich reinversetzt in die Perspektive dieses verlassenen, armen Kindes, das dort entfernt bei einer fremden Pflegefamilie lebt. Arbeitete beim Kriegsausbruch 1939 für den schwedischen Geheimdienst in der Briefzensur. Super spannend, veröffentlichte später ihre, in Anführungszeichen, Kriegstagebücher unter dem Titel Die Menschheit hat den Verstand verloren. Hatte ganz verschiedene Jobs, die aber immer irgendwas so mit geschriebener Sprache zu tun hatte.
war ausgebildete Stenografin und hat übrigens die meisten, wie ich das gelesen habe, die meisten ihrer Originalmanuskripte in Stenoschrift verfasst. Also die kannst du als 0815-Verbraucher gar nicht mehr lesen im Original. Ja, also wenn du nicht Steno drauf hast, schwedische. Voll geil, ey. Steno, weiß nicht, ob ihr mal deutsche Steno gesehen habt, das ist einfach weird. Ja, total. Ja. Kurz nach Kriegsende brachte sie 45 Pippi Langstrumpf raus, veröffentlichte das Buch und das war nicht unumstritten, wie wir schon erzählt haben. Besonders in Deutschland brauchte es mehrere Anläufe, bis sie einen Verlag gefunden hat. Aber Sarah, das ist jetzt auch für eine Buchautorin oder einen Autor am Anfang der Karriere nichts Ungewöhnliches, oder? Meistens braucht es mehrere Anläufe. Ja, auf jeden Fall. Gerade bei Debütautoren, wo du noch nicht weißt, was du kriegst, dauert es auf jeden Fall eine ganze Weile. Ja, also so die krasse Geschichte, so ja, sie hat ihr Buch bei mehreren Verlagen vorgestellt und die wollten es zuerst nicht und so, das ist halt Business as usual, oder? Ja, schon. Ja, ja. Das ist ja auch die ganze Geschichte rund. Ich glaube, sie hat sogar Pippi Langstrumpf, als sie es dann fertig hatte, ne? Ich glaube, einem der größten schwedischen Verlage vorgelegt. Und die haben das halt abgelehnt, ne? Die müssen sich tierisch in den Arsch gebissen haben später. Ja, und die ganze Geschichte entstand ja auch, weil sie hat ja irgendwie, ihre Tochter hatte eine Lungenentzündung, eine ziemlich heftige, und lag immer im Bett und ihre Mutter sollte ihr immer Geschichten erzählen. Geschichten und Geschichten und Geschichten und Geschichten. Ganzen Abend halt irgendwie, weil sie so schlecht schlafen konnte. Und irgendwann fing die Tochter wohl mal an und meinte dann einfach so, als die Mutter da meinte, du, ich weiß gar nicht mehr, was ich dir erzählen soll, erzähl mir die Geschichten von Pippi Langstrumpf. Und so kam das mal zustande, dass sie anfing, Pippi Langstrumpf zu erzählen. Und das hat irgendwie bei ihr was ausgelöst. Und das Kind hat sich den Namen ausgedacht, einfach spontan. Ja, weswegen sie dann anfing, das runterzuschreiben mal alles. Sie hat später, glaube ich, auch gesagt, okay, du hast dir das ja irgendwie ausgedacht, soll ich dich irgendwie am Geld beteiligen? Und die hat gesagt, Alter, das ist voll Blödsinn, ich habe da keinen Bock mehr zu, weil die natürlich sehr viel älter war. Und irgendwann meinte sie, lass mich mit diesem Scheiß in Ruhe. Ja, die anarchische Göre Pippi, die auf die Autorität der Erwachsenen scheißt, kam bei vielen nicht so gut an, aber nur am Anfang, die Romane wurden sehr schnell ein großer Erfolg und haben da irgendwie den Zahn der Zeit getroffen. Und Lindgren hat ja dann eine Karriere gehabt als Autorin, hat viele große Werke geschrieben. Mit Pippi fing's an und Astrid Lindgren engagierte sich Zeit ihres Lebens gegen Rassismus, für die Rechte von Tieren, Frauen und Kindern, war für viele ein Vorbild und inspirierte ganze Generationen. Ihre Werke sind aber tatsächlich auch nicht ganz unumstritten heute noch in Bezug auf das Frauenbild. Die Kritiker sagen, die witzigen oder coolen weiblichen Figuren in Lindgrens Geschichten sind meistens deswegen so interessant, weil sie ausgeprägte männliche Eigenschaften haben. Sarah nickt schon. Und die Frauen in den Lindgren-Geschichten, das sind häufig Weirdos, wie zum Beispiel die Prüseline, ja, oder Annika zum Beispiel ist eine totale Schisserin, die Mutter von Annika ist auch eine totale Spießerin. Die Kritiker sagen, die coolen Lindgren-Figuren sind meistens spannend, weil sie männliche Eigenschaften haben. Was sagst du dazu, Sarah? Ist die Perspektive, macht die Sinn? Ich denke schon. Also gerade in dieser Zeit, aus der sie stammen, ist es ja einfach so, dass es ein ganz eingefahrenes Frauenbild gab. Und da hat man es, glaube ich, ganz oft gemacht, dass man das gebrochen hat, indem Frauen männliche Attribute bekommen haben. Das ist ja heutzutage auch ein großes Problem an Actionfilmen oder anderen Filmen, wenn man merkt, okay, das ist jetzt hier zwar eine Frau, aber eigentlich ist es ein Mann mit Brüsten. Der weibliche Held benimmt sich halt wie ein Kerl. Genau, und das macht es dann zu einer Powerfrau und total stark. Und ich glaube, das agiert auch so, das hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, dass Pippi Langstrumpf halt gar nicht wie ein Mädchen behandelt wird. Also da gab es eine Szene in, ich glaube, was, Takatuka-Land, wo die dann dahin kommen, oh, wir müssen unsere Klamotten waschen. Und natürlich macht das Annika. Und natürlich sagt Annika auch, wir müssen waschen. Und da wird gar nicht gesagt, oh, Pippi, du bist doch auch ein Mädchen, du musst das auch machen. Also mal abgesehen davon, dass es blöd genug ist, dass Annika die Sachen wäscht. Es kommt auch überhaupt nicht in Frage. Also Pippi ist da schon eher männlich konnotiert, obwohl ich so ein bisschen finde, sie ist so ein bisschen geschlechtslos. Sie wird so wie so ein Überwesen so ein bisschen behandelt. Aber du, ich möchte jetzt hier gar nicht die riesengroße Gender-Debatte lostreten, aber ich habe da häufig den Gedanken,
ob das vielleicht nicht Problem der Figuren ist, sondern Problem unserer Gesellschaft, dass wir so Eigenschaften, die für Abenteuergeschichten geeignet sind, immer den Männern zuschreiben. Also sowas wie Neugierde, vielleicht auch Frechheit, Selbstbewusstsein, Optimismus, Machermentalität. Vielleicht ist das Problem in unserer Gesellschaft und nicht in diesen Geschichten, dass wir diese Attribute den Männern zuschreiben. Ja, das ist ja genau das, was sie ja auch mit ihren Büchern durch, zum Beispiel eine Pippi Langstrumpf ja auch total kritisiert oder halt auch anprangert mit diesen Sachen. Ich meine, klar, wir reden jetzt hier sehr hochtrabend über Kindergeschichten, aber wie du schon sagtest, Sarah, wir dürfen es nicht abwerten, sonst würden wir spätere Erwachsene heute Kinder halt dann damit auch abwerten. Aber wenn wir auch gerade von diesen männlichen Eigenschaften dann halt sprechen, reden wir ja immer von einem sehr, heute sagen wir, toxisches Männerbild, ne? Also, dass es immer so ein Hau-drauf-Charakter irgendwie sein muss. Damals ging es halt einfach nur um Sachen, die für uns, für alle heute selbstverständlich sind. Also eine gewisse Form der Selbstbestimmung halt auch einfach, ne? Du hast ja in deinen Jugendromanen sind das weibliche Hauptfiguren. Hast du dir da solche Gedanken gemacht? Wie zeige ich dir jetzt, welche Attribute verpasse ich denen? Welche Geschlechterattribute verpasse ich denen? Hattest du Probleme damit, spannende, für Abenteuer geeignete weibliche Figuren zu schreiben? Also es hängt so ein bisschen davon ab. Ich hatte durchaus auch mal Geschichten, die habe ich mit Jungs geschrieben in der Hauptfigur und habe dann irgendwie gesagt, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich aus diesen Jungs ein Mädchen mache? Und schon war die Geschichte viel cooler. Vielleicht auch, weil sie dann automatisch Jungs-Attribute haben. Das ist ja zum Beispiel etwas, was, glaube ich, bei dem diesjährigen Oscar-Gewinner passiert ist. Besser Everything, Everywhere, All at Once. Genau, das ist ursprünglich ein Männercharakter gewesen, bis sie irgendwann das zu einer Frau gemacht haben. Ja, das merkst du, wenn du ihn jetzt mal unter diesen Prämissen guckst, merkst du, dass der Mann sehr weibliche Attribute hat und die Hauptfrau sehr männliche Attribute hat. Genau. Stimmt, ja, sie ist. Ich habe den gestern das erste Mal jetzt endlich mal gesehen. Stimmt, sie ist eigentlich der Lohn- und Brotbringer ja auch die ganze Zeit. Genau. Ja. Die Macherin halt, so eine Machermentalität. Ja, genau. Ja. Und sowas habe ich durchaus bei mir auch mal gemacht. Ich hatte das tatsächlich, ich habe ja dieses ein Zombie-Buch und da war das tatsächlich auch ein großes Argument, dass ich gesagt habe, wenn Zombies in Büchern vorkommen, sind das immer Jungsbücher, weil Zombies immer mit eklig und alles assoziiert werden und untot und Köpfe abnehmen. Und ich habe gesagt, ey, wäre das nicht viel geiler, wenn ich das mal mit Mädchen machen würde? Am Anfang waren es auch zwei Jungs und irgendwann habe ich gesagt, und wenn es jetzt Mädchen wären? Und oh mein Gott, stand ich da und dachte, ich glaube, das ist Gold, ich glaube, das ist großartig. Ja. Und es war total geil, weil du hast da jetzt wirklich so ein Mädchen, das, keine Ahnung, sich den Kopf zum Fußballspielen abnimmt. Und damit halt Fußball spielt. Oder sich das Auge rauspflückt, um bei Schülern in der Schule abzuschreiben. Lilo und Moda heißt genau. Das. Ich verlinke deine Bücher auch in der Episodenbeschreibung. Finde ich voll nett, dass du die ganze Zeit den Namen droppst. Ja, genau. Und so kam das dann halt auch zustande, dass ich gesagt habe, es ist das Ekelbuch für Mädchen und ich möchte das jetzt auch mal so machen. Und das kommt gut an? Ich glaube schon. Also haben auch die Girls Bock auf so Ekel-Zombie-Stories? Total. Ja? Also na klar, warum sollten sie es nicht haben? Ne? Ja. Und das ist total spannend. Also sobald du jemandem sagst, dass das ein Zombie-Buch ist, dann reißen die dir das aus den Händen. Also das ist wirklich total beeindruckend. Klar, die sagen dann auch Ih und Bäh, aber finden das auch gut. Also bei Lesungen bist du manchmal wirklich so, wenn du da stehst und dann nahmen sie ihren Arm ab und dann guckst du in die Menge, guckst die Eltern an und denkst so, oh Gott, und die Kinder stehen da, geil. Und das ist immer so ein bisschen die Probleme sind bei denen, denk immer die Eltern und nicht die Kinder und die, ja, ich denke dann mal, ja, okay, die kennen ihre Kinder, die ist ja dann deren Job zu vermitteln, dass man sich halt nicht den Arm selber abnehmen kann. Ja. Ist aber auch das, was Fred vorher halt auch schon sagte, diese Prägung oder dieses Erziehungsbild halt auch einfach, ne? Nicht nur, dass Kinder generell ja zu einem gewissen Grad ja immer noch angenommen wird, Kinder haben zu funktionieren dann auch, ne? Aber dass auch gerade Jungs ja dazu animiert werden, geh raus, spiel Fußball, mach dich dreckig, erkunde die Welt, kletter auf den Baum, ein Kind, was, oder gerade irgendwie ein Junge, der nicht mit zerschundenen Knien nach Hause kommt, der hat keine schöne Kindheit und Mädchen, seid brav, seid artig, gefallt. Spiel Kaffeekränzchen. Guck mal, was Mama macht. Guck mal, hier hast du eine Babyborn. Jetzt kannst du schon mal selber dein eigenes kleines Kind haben und so eine Sachen dann halt auch, ne? Also, das geht halt auch schon. Das ist ja diese geschlechterspezifische Erziehung dann schon, ne? Also, versteht mich nicht falsch. Ich sag jetzt nicht, dass jeder halt irgendwie total genderneutral jetzt irgendwie erzogen werden soll oder sowas. Aber ich finde so ein paar Attribute,
finde ich auch ziemlich kritisch. Wir haben, also jetzt mal um aus dem Nähkästchen zu plaudern, meine Frau und ich haben jetzt auch zur Geburt unseres ersten Kindes, wir hatten uns für eine Kinderzimmerfarbe entschieden, die für Jungs gemein gesagt jetzt halt irgendwie ist, nämlich blau. Wir haben die Farbe aber ausgesucht zu einem Zeitpunkt, wo wir noch gar nicht wussten, was es halt irgendwie werden soll. Das war auch nicht, wir haben die Farbe auch nicht genommen, weil wir ganz gerne uns einen Jungen gewünscht haben, sondern wir haben die Farbe genommen, weil uns die gefällt. Weil ihr blau gut findet. Ja, weil wir einfach gesagt haben, die passt in dieses Zimmer und zu den restlichen Möbeln und so, das sieht einfach gut aus. Wenn wir Leuten, also gerade auch unseren Eltern irgendwie Videos von diesem Zimmer gezeigt haben, kam gleich so, ist das etwa ein Hinweis, dass es ein Junge ist? Wir wissen gar nicht. Leute, nein, wir wissen nicht, was es ist. Nur weil es jetzt blau ist halt irgendwie. So, was bei mir zum Beispiel dazu führt, dass die USA so, ey, ganz ehrlich, ich ziehe meinem Jungen auch ein rosa Shirt an. Mir ist das sowas von egal. Ja. Ne? Wir waren ja gerade bei Astrid Lindgren. Das war eine wirklich mega kluge, selbstbewusste Frau. Sie soll so als Typ Mensch, soll sie ganz anders gewesen sein als ihre Figur Pippi, sondern sie soll eher eine in sich ruhende, vielleicht sogar fast schüchterne auf den ersten Blick Frau gewesen sein. Ich habe ein paar Mal so das Zitat gehört, Pfarrerstochter, weil sie war tatsächlich auch eine Pfarrerstochter. Aber sie hat super clevere Geschichten geschrieben mit Figuren, die immer wieder hinterfragt haben, woraus die Welt besteht und wie sie läuft und Autoritäten aufgebrochen haben und abgefahrene Abenteuer erlebt haben. Aber jetzt nochmal in Bezug auf Pippi und dieses Gender-Ding. Hat Pippi auch typische weibliche Charakteristika, denke ich selber gerade nach. Hat Pippi Eigenschaften, die man heute eher Frauen zuschreibt? Da bin ich selber gerade ein bisschen am Schwimmen. Ich würde sagen, Frauen jetzt nicht so direkt, weil sie macht sich ja eigentlich auch über dieses klassische Frauenbild, macht sich ja Astrid Lindgren in Form von Pippi dann auch extrem lustig die ganze Zeit. Also, dass sie halt diese alteingesessenen, sorry, aber Schrunzen, die dann halt irgendwie Kaffeekränzchen machen und sich darüber unterhalten, wie schön der Sonnenhut jetzt halt irgendwie sitzt oder so eine Sachen. Also dieses völlig over the top Oberflächlichkeitsgelaber, so dieses so bloß nix Kontroverses irgendwie ansprechen, weil wir sind ja Damen, wir haben zu gefallen, dass sie sich dann aber hinstellt und weiß ich nicht, die ganze Sahnetorte frisst oder sie sich darüber lustig macht, wie diese Art Mensch sich dann halt auch geben muss und sie selber da ja vollkommen ausbricht und dann auch, weiß ich nicht, die Freiheit auch besitzt, nicht wie ein Junge, der vielleicht blöde angeguckt wird, wenn er sich mal Frauenklamotten anzieht und eine Frau imitiert oder sowas, sondern einfach sagt so, nee, ich mach das jetzt halt einfach und damit dann aber auch damit durchkommen kann, weißt du? Ja, ich hätte jetzt irgendwie gesagt, ja, sie backt und kocht, aber naja, die lebt alleine, irgendwer muss es machen, dann würde Tommy das wahrscheinlich auch machen. Sie kann es halt nicht so gut, also. Pippi ist großzügig, das würden viele vielleicht als eine eher weibliche Charaktereigenschaft nennen. Ja, Frauen schreibt man da halt immer so Sachen zu wie Fürsorglichkeit, ne, Mütterlichkeit, pflichtbewusst in Bezug auf die Familie, bei so Oldschool-Geschichten und so weiter. Das sind halt Eigenschaften, die eignen sich nicht so gut für eine Abenteuerstory. Ich hatte mal gelesen, sie hat das ja bei so einem Wettbewerb eingereicht, glaube ich, und da hat es dann gewonnen. Und ich glaube, da gab es dann die Bedingung, ja, das sollten Geschichten sein, die sich, wenn es Mädchengeschichten sind, sollten die sich auf die Verbundenheit zum Heim und zur Familie konzentrieren und mit Mädchenattributen und alles. Und sie hat Pippi Langstrumpf eingereicht. Das ist so ein bisschen, oh, das ist ja nett, ich mach das Gegenteil. Heute ist Gegenteiltag, ne? Live Eriksen Day. Ja. Ja, aber das ist auch halt so, wenn man schon so ein Buch schreibt, ich meine auch alleine bei der Verfilmung dieser Geschichten in den 60ern, also hier die Inga Nilsson, die hat auch ein Interview. Die Darstellerin von Pippi, genau, die ist da zum Beispiel auch mit diesen Rollen nicht reich geworden, weil die hat für alle Filme, die sie da gedreht hat, 2000 Euro gekriegt. Umgerechnet. Ui. Ja. Ach du Scheiße. Weil man damals davon ausgegangen ist, Kinder dürfen nicht so viel Geld verdienen und sie als Mädchen damals halt auch, nein, geht gar nicht. So ist ja, ne, kein Beruf. Die konnten ja auch in den 60ern nicht vorhersehen, dass selbst im Jahr 2023 die Scheiße noch im ZDF wiederholt wird, weißt du? Ja. Ey, wahrscheinlich. Dass es so ein Riesenerfolg wird. Ich weiß nicht, ob man das so als Entschuldigung dafür halt irgendwie bringen kann. Ne, aber also nur als Erklärung, dass da halt keine großen Gagen ausgezahlt wurden, wahrscheinlich an keinen der Schauspieler. Ja. Und dafür musst du dich von so einem Affen attackieren lassen. Die ganze Zeit. Ja, wahrscheinlich. Aber sie hat auch davon erzählt, dass halt auch also überleg mal, als das gedreht wurde, gab es die Pippi Langstrumpf-Bücher schon fast 20 Jahre lang, ne? Und dass sie auch gesagt hat, also die Inga Nilsson,
als sie auch bei Interviews oder bei Reportagen rund um diese Figur halt war, die ist ja dann auch im Fernsehen, die ist ja überall aufgetreten als Pippi Langstrumpf, ne? Und dass sie auch gesagt hat, meistens diese vorwiegend männlichen Kamerateams dann auch und Interviewer und Reporter, die sie dann halt irgendwie da hatten, die dann halt hingekommen sind und gesagt haben, quasi Kamera drauf gehalten und so, jetzt mach doch mal die Pippi, ne? So, jetzt kletter doch mal da auf den Baum. Und irgendwann als Kind bist du halt auch erschöpft von diesen Sachen und die dann sie da rein, wie kann man sagen, geguilty-shamed haben, dass sie mehr macht mit, ey, du bist ja gar nicht wie die Pippi, du bist ja gar nicht lustig. Ich dachte, du bist ja doch ein normales Mädchen und sie dann halt noch einen oben drauf gesetzt hat, was dazu geführt hat, dass sie dann angefangen hat, diese Figur zu hassen wie Sau. Also ich habe gelesen, dass die Darstellerin, die Inga Nielsen, dass die nach Pippi Langstrumpf eine Schauspielkarriere noch machen wollte. Anders als viele andere Kinderdarsteller, wie bei Alf zum Beispiel. Also sie ist nicht cracksüchtig geworden wie Willi Tenner. Aber anders als viele andere Kinderdarsteller hatte sie danach durchaus Bock, eine Schauspielerkarriere zu machen. Aber das war sehr schwer für sie, weil sie so krass festgefahren war auf die Rolle der Pippi. Ja, alle haben in ihr nur Pippi Langstrumpf gesehen. Und sie hat aber dran festgehalten, sie hat weiterhin geschauspielert, hat auch dann später als etwas ältere Frau in ein paar so Fernsehkrimis mitgespielt, aber die große Karriere nach Pippi Langstrumpf, die blieb aus. Ja. Sie sagte selber mal, die größte Ehre, die sie mit Pippi Langstrumpf eigentlich jemals für sich selber festgemacht hat, war, als sie die, glaube ich, Eröffnungsrede zur Beerdigung von Astrid Lindgren halten durfte. Mhm. Als ja, dann schon quasi erwachsene Pippi Langstrumpf. Ja. Voll heftig eigentlich. Ja, vielleicht können sich die Hörer daran erinnern, dass wir beim Furz der Karibik über Jack Sparrow gesprochen haben und was wir von ihm lernen können. Jetzt haben wir ja hier auch ein Kind, das aus einer Piratengesellschaft kommt. Ja, oder? Stimmt. Nee, stimmt. Piraten sind, ist Ephraim ihr Vater ja nicht. Es sind halt prollige Seeleute. Und ja, von Pippi können wir tatsächlich auch einiges lernen. Mal wieder eine Figur, die uns für unser normales alltägliches Leben einiges mitgeben kann. Zum Beispiel Optimismus und Zuversicht. Und Selbstverantwortung für das eigene Glück nehmen. Zitat Pippi Langstrumpf, warte nicht darauf, dass die Menschen dich anlächeln, zeige ihnen, wie es geht. Ja, sei der Wechsel in der Welt, den du dir wünschst, ne? Ja, oder der Schmied deines, warte nicht drauf, dass dir gute Sachen passieren. Auch gut, erschaffe sie selbst. Ja. Ja, Spontanität, lebe im Augenblick, lass dich auf die Dinge ein, plane nicht zu viel. Ja, sie macht eigentlich alles sofort. Wenn sie Bock auf irgendwas hat, dann sagt sie, oh ja, das machen wir jetzt. Ja. Lass uns Stullen schmieren. Großzügigkeit haben wir schon erwähnt. Sie ist super großzügig. Also die Großzügigkeit von Pippi Langstrumpf nimmt teilweise schon absurde Formen an, als die beiden Landstreicher den Koffer voll Gold geklaut haben und sie es schafft, mit einem riesigen Schneeball, Indiana Jones-mäßig, die beiden auszuschalten, mit so einem rollenden Schneeball. Gibt sie diesen beiden Verbrechern am Ende dann sogar noch ein Goldstück mit? Ey, ihr habt mich beklaut, macht das nie wieder. Ach, wisst ihr was? Hier, ihr armen Penner. Gebe ich euch noch ein Goldstück mit. Ja. Und lässt für alle Kinder im Dorf bei der Süßigkeitenorgie und auch bei ihrer Abschiedsparty Nahrungsmittel im Wert von vielen schwedischen Kronen springen. Ja. Ist aber halt auch, ne, da könnte jetzt auch eine Kritik drin stecken, dass dann halt so, ja, wenn du Reichtum hast, dann, ne, kannst du damit auch gerne mal irgendwie, ich will nicht sagen hausieren gehen, so ein Blödsinn, dann kannst du auch mal den Leuten irgendwie was abgeben, ganz genau. Ich frag mich immer, wie das dann wäre, wenn sie gar nichts mehr hätte. Weil großzügig sein, wenn man Dinge hat, ist was anderes als großzügig sein, wenn man jeden Pfennig nochmal umdrehen muss. Ne? Das stimmt. Man muss ja sagen, sie kann ja auch überhaupt nicht mit Geld umgehen. Also sie wertschätzt das Geld auch gar nicht. Ja, und das ist ja auch wirklich, die hat ja auch überhaupt keinen Überblick, wie viel Geld sie noch hat. Also einfach, wenn die irgendwas kauft, dann legt sie da ja auch erstmal eine Handvoll hin, sollte schon stimmen. Und irgendwann ist sie, oh ja, der Koffer ist leer, naja. Und Gott sei Dank kommt dann ihr Vater und gibt ihr einen neuen Koffer voll Gold. Also muss sie das auch gar nicht lernen, wie das ist ohne Geld. Aber ja, die hat da überhaupt kein Gefühl für. Ja. Die prasst das raus. Also eigentlich ist das schon irgendwie. Ja. Das ist dann immer, was du meinst, ist wahrscheinlich der Erziehungsfaktor punkto Eltern dann. Dass wenn die Kinder dann kommen und sagen, wieso, wenn das Geld weg ist, dann kriegen wir einfach was Neues. Nee, hör mal. Wenn Pippi das machen kann, dann ist das super und schön, aber wir müssen halt ein bisschen gucken. Ne? So, ja, genau. Hier hast du mal zwei Mark und jetzt hol dir mal was. Und wenn das teurer ist, dann musst du dir was anderes aussuchen. So, ne? Pippi achtet auf sich
und gönnt sich hin und wieder auch mal bewusst eine Pause, ruht sich bewusst aus, würde man heute Neuhochdeutsch Achtsamkeit nennen. Work-Life-Balance. Work-Life-Balance. Ich finde das Wort Achtsamkeit voll scheiße, weil da jeder Hans und Franz heute seinen Fitnesskurs damit verkaufen will. Aber das Wort an sich bedeutet ja was Gutes. Pippi achtet auf sich und hat eine gute Work-Life-Balance. Sie nimmt ja. sich aktiv Urlaub vom was eigentlich? Vom Nichtstun. Vom Kindsein. Richtig. Ist auch mal wichtig, hier dieses Recht auf Langeweile vielleicht auch einfach mal. Ne? Ja, das ist auch etwas, was man ja aktiv lernen muss. Ja. Sich ordentlich zu langweilen. Mhm. Richtig, ja. Ich habe neulich noch von einem befreundeten Psychologen gehört, so Kreativität kommt aus der Langeweile. Deswegen, Leute, lasst eure Kinder auch mal langweilig, auch mal die Langeweile ertragen. Ja. War das nicht auch so ein Astrid Lindgren-Zitat? Und dann muss man auch noch Zeit haben, um in die Luft zu starren und nichts zu tun. Pippi-Zitat, glaube ich. Oder ja, also, ja. Auf der anderen Seite sollte man sich von Pippi vielleicht nicht zu viel abgucken. Denn Pippi steht auch für einige Probleme, die wir aktuell heute mit bestimmten Personengruppen in unserer Gesellschaft haben. Es gibt das sogenannte Pippi-Langstrumpf-Syndrom. Das Pippi-Langstrumpf-Syndrom zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass die Betroffenen sich komplett von der Realität abschotten. Ich mache mir die Welt wie sie mir gefällt. Die Betroffenen leben in einer Scheinwelt, in der eigene Regeln gelten, und sie lassen sich durch keine Fakten oder Erfahrungen davon überzeugen, dass da was nicht stimmt. Ja. Also Pippi macht sich halt ihre Realität selbst. Möchtest du jetzt was sagen? Nee, mach mal. Weil ich denke mir bei solchen Sachen halt auch immer, es ist ja, das ist eigentlich, ist das was sehr, sehr Lebenswertes und was Nobles eigentlich auch, solange du niemanden damit störst. Weißt du, was ich meine? Ja, du. So, solange du niemanden damit verletzt, ist das ja völlig in Ordnung, dass du dir deine eigene Welt halt irgendwie machst. Das heißt ja nicht gleich, dass jemand Halluzinationen hat oder total illusioniert durch diese Welt halt irgendwie geht. Problem kriegen wir dann halt nur, wenn du in die Welt hinausgehst und meinst, dass jeder jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, auch einen bestimmten Glaubenssatz halt leben sollte oder sowas. Also, solange du nicht missionieren gehst, ist das ja in Ordnung. Ja. Muss ich gleich dazu sagen, Pippi-Langstrumpf-Syndrom ist keine fest definierte psychische Krankheit. Es steht nicht im ICD-10 und im AMI-Katalog, sondern das ist halt so ein. Im Premium-Kanal hatten wir mal eine Folge Profiling Charlie Harper, wo wir über das Peter Pan-Syndrom gesprochen haben. Also so Männer, die nicht erwachsen werden wollen. Und so ist es beim Pippi-Langstrumpf-Syndrom auch. Das ist halt einfach so eine, das ist halt so ein, so ein Fun-Begriff für so einen losen Symptom-Cocktail. Ne? Und ist eigentlich eher ein Fun-Begriff, den man benutzt für Querdenker und Co. Ich finde es so ein bisschen bezeichnend, dass schon wieder irgendwie so eine Krankheit genommen wird und da unbedingt dann so einen Namen herhalten muss. Ne? Also Pippi-Langstrumpf-Syndrom, jetzt ist es was Schlimmes, oder wie auch Peter Pan, also. Deshalb, also vielleicht gut, dass es keine richtige Krankheit ist, aber es macht das alles so negativ, so, ja, aber absolut. Das ist ja was Schlimmes. Absolut, weil hier haben wir uns nicht großartig weiterentwickelt, Nein. Voll. Ich finde dieses Pippi-Langstrumpf-Syndrom eigentlich auch total grauenhaft, und auch diesen Namen, weil Pippi, also jetzt sind wir wieder bei der literarischen Figur, die ist keine Querdenkerin. So, natürlich erfindet die einen Haufen Scheiß und lässt ihre Fantasie spielen, aber wenn sie eine Lüge erzählt, weiß sie auch, dass sie eine Lüge erzählt. Und wenn sie Erfahrungen im echten Leben macht oder ihr irgendwelche Fakten präsentiert werden, dann akzeptiert sie die normalerweise auch. Oder? Ja, und vor allen Dingen, wie wir es schon hatten, sie klärt ja auch relativ schnell auf, wenn sie lügt. Also wenn ich jetzt einen Querdenker oder einen Hardcore-Esoteriker halt irgendwie habe. Ja, gut, die glauben halt dann. Oder daran, ne? Dann jemanden mit viel Säftelehre halt irgendwie habe und du dir mit Fakten kommst, dann, ja, wer heilt, hat recht. Nein. Abgefahren. Alternativstory, was wäre, wenn Pippi Langstrumpf Querdenkerin wäre? Das wissen wir ja auch gar nicht genau. Also wenn man sie mal dazu fragen würde, also ich musste jetzt spontan daran denken, es gibt ja diese eine Folge, wo sie Medizin kaufen geht. Wo sie natürlich auch nicht nur irgendwie eine Tablette kauft, sondern irgendwie 4 Liter von allem. Das ist die Folge mit der Süßigkeitenorgie. Ja, genau, ich glaube, bei denen allen schlecht ist. Und dieser Apotheker, wo du auch denkst, okay, also du wärst safe deinen Job los, gib dir einfach alles.
Also erstmal nur einem minderjährigen Kind und gibt ihr einfach alles, was man zusammen kombinieren kann und dann führt es ganz sicher zum Tod. Und dann macht sie genau das, was ein Kind tut. Sie kippt alles zusammen in eine große Flasche. Und da dachte ich dann echt, das trinken die jetzt nicht. Oh mein Gott. Und zum Glück sagen sie kurz vorher, nee, das können wir jetzt nicht mehr trinken. Weil ich dachte, Alter, stell dir das mal vor, wenn die das jetzt noch in sich reingekippt hätte. Ja. Es gibt übrigens so als kleinen Fun-Fact in der Unternehmensstrategie auch das sogenannte Pippi-Langstrumpf-Prinzip. Das bezeichnet Unternehmen, die aktuelle Entwicklungen auf dem Markt völlig ignorieren und völlig missachten und auch auf das scheißen, was ihre Kunden sagen. Microsoft wurde scherzhaft da schon oft in die Richtung gerückt wegen der Entwicklung von Windows 8 oder dem Windows Phone. Oh Gott. Also alle, die so ein bisschen sich die Finger in die Ohren stecken und sagen, lalala, ich höre nicht zu. Richtig, und da gibt es auch das Villa-Kunterbund-Prinzip, nämlich, dass du Kundenfeedback zwar aufnimmst, aber ganz anders umsetzt, wie es Microsoft bei Windows 8 mit dem Startbutton gemacht hat. Also ihr wollt den Startbutton wiederhaben, wir geben ihn euch, aber ganz anders, als er eigentlich funktioniert und ihr ihn versteht. Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den Startbutton versteckt. Ja, Sarah, du wartest gerade schon auf die Nazis, oder? Dass die endlich kommen. Ich wurde damit jetzt vor der Pause so angefixt. Sag doch, geil, was haben denn die Nazis jetzt? Bist auch auf unseren Clickbait-Teaser reingefallen, ja. Nee, es ist ja kein Clickbait, es gibt's ja wirklich, weil natürlich keine Kack- und Sachfolge, ohne dass die Nazis drin vorkommen, gerade bei Kindergeschichten. Dass die Nazis vorkommen. Also, um praktisch in das Thema mal reinzukommen, wenn man so nach interessantem Scheiß sucht über Pipi im Netz, den man kack- und sachlich verpacken kann, kommt häufig die Frage, wurde Pipi Langstrumpf anti-autoritär erzogen? Sagt euch das was? Anti-autoritäre Erziehung? Gab es da nicht bei den Simpsons diesen weirden Flashback, wo Flanders als Kind gezeigt wird, wie seine seltsamen Baskenmützeneltern ihn anti-autoritär erziehen? Nee, seine Eltern, er sagt doch immer, sein Vater hat ihn geschlagen und seine Eltern waren doch dann nur, ich glaube, im Original sagt er einfach nur misshandelt worden, im Deutschen sagt er geschlagen, aber seine Eltern waren ja so exzentrische Beatniks. Ja, aber richtig. Nee, stimmt, es gibt die Stelle, wo er gesagt hat, so, wir verstehen nicht, was mit Ned los ist, wir haben nichts ausprobiert und nichts getan. Ja, der Junge. Ja, wir wissen nicht, ob Pippi anti-autoritär erzogen wurde, aber Pippi ist in jedem Fall das Idealbild der anti-autoritären Erziehung und wurde dafür auch hergenommen. Wir gehen, um das zu verstehen, erstmal einen Schritt zurück. Ja, die hat das auch. Wir gehen erstmal einen Schritt zurück, denn früher, besonders vor dem Zweiten Weltkrieg, war der beliebteste und sorry, das klingt jetzt ein bisschen. Wir unternehmen jetzt einen Ausflug in die Erziehungstheorie und ich wage nicht, hier irgendwelche krassen Aussagen zu machen. Ich bin mit meinem 4 Monate alten Sohn noch im Tutorial 0.1 und Richard fängt jetzt dann demnächst an. Ich spiele noch die Beta. Ja, Richard ist noch in der Alpha oder Beta. Aber mal so zur Theorie. Besonders vorm und während des Zweiten Weltkriegs war so der anerkannte Erziehungsstil der sogenannte autoritäre Erziehungsstil. Sprich, viele Regeln, starke Kontrolle durch Eltern und Erzieher und geringe Responsivität, wie Pädagogen sagen. Mhm. Responsivität bedeutet so viel wie auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, zum Beispiel auch sowas wie Wärme und Kuscheln. Autoritärer Erziehungsstil heißt Fresse halten, du machst, was ich sage, keine Widerworte. Wenn du fragst, was hinter den Regeln steckt, erkläre ich es kaum bis gar nicht. Und Wärme und Kuscheln gibt's nicht, denn du musst ein deutscher Soldat werden. Hm. Ja, das ist der autoritäre Erziehungsstil, mal im Extremfall. So, jedes Kind kann schlafen lernen, ne? Richtig. Schreien lassen und so. Richtig, richtig. Schlafen muss gelernt und trainiert werden. Ja. Oh, stimmt, davon auch, hattest du mir erzählt, dass das aus der Nazi-Zeit halt auch kommt, ne? Diese richtig. Kindern das Schreien abtrainieren. Hm. Ja. Hier, How I Met Your Mother, erinnert ihr euch an die Folge, wo Marshall mit seinem Baby ein Schlaftraining macht? Wo die das Baby einfach schreien lassen und Marshall nicht in das Zimmer gehen darf zum schreienden Baby. Mhm. Das kommt aus dieser Zeit. Das kommt von einer Autorin, die zur Nazi-Zeit ein Buch über Kindererziehung geschrieben hat. Und das sollte man nicht machen. Das ist keine Meinung von mir, das ist wissenschaftlicher Konsens.
Kinder nicht einfach, ganz kleine Kinder nicht einfach schreien und alleine lassen, das kann psychische Traumata hervorrufen. Das ist ganz schlimm für die kleinen Kids. Es gibt dieses eine Buch, das bis heute immer noch vertrieben wird und ich glaube, ganz vielen ist gar nicht klar, dass das aus der Nazi-Zeit kommt und dass das nicht cool ist, dass es dieses Buch ist. Und das heißt halt, jedes Kind kann schlafen lernen. Das ist keine Werbung, das bitte nicht kaufen. Anti-Werbung. Anti-Werbung. Ja. Und das ist ja einfach so, Schreien ist die einzige Möglichkeit, die Kinder zu dem Zeit haben, die sind in einer Notlage, die schreien um ihr Leben und wenn sie dann schlafen, ist das nicht, oh, jetzt haben sie es eingesehen, weil Kinder können einen nicht manipulieren, das ist einfach aus purer Angst und Erschöpfung. Mhm. Ja. Ja. Dann lieber von Beverly Hofstetter schreiendes Baby, gieriges Baby. Ja. Und nach dem Krieg, gab es viele, die sagten, ey, so kann es nicht weitergehen. Nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit. Ich meine, der Zweite Weltkrieg spielt in jeder dritten Folge von uns eine Rolle, wenn wir über so Historie von Filmentwicklungen und so sprechen, weil er war so ein Einschnitt in die Geschichte der Menschheit. Und da sagten einfach viele, ey, wir haben eine Generation von Nazis aufgezogen, von Arschlöchern. Das kann so nicht weitergehen. Gibt es ganz krasse Reportagen drüber, so von der Wochenschau halt damals noch, wo die wirklich in so Nachkriegsklassenzimmer reingegangen sind nach dem Krieg, wo du dann da kleine Kinder halt sitzen hast, so auch so 8, 9, 10 Jahre alt und die dann halt da sitzen, ja, der Hitler, der war ja schon, also der hat ja schon viel Gutes gemacht, so, ne, der hat ja viel Gutes fürs deutsche Land gemacht und ich mag den ja auch, aber es ging ja dann nur daneben, weil er verrückt geworden ist, so, ne, ja. Also so war die Ausgangslage bei uns. Das hatten wir mit Dark in der Deutschkino Teil 2 Folge auch. Jahrzehntelang nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland so eine Mentalität des Ignorierens. Mhm. So, wir verdrängen das einfach in eine ganz tiefe Schublade, was da passiert ist während der Nazi-Zeit. Und dann gab es aber in den 60ern eine ganz krasse Gegenbewegung. Da schwang das Pendel in die extrem andere Richtung. Die 68er-Bewegung, wie wir das nennen, oder auch die Studentenbewegung der 60er. Und da entwickelte sich ein neues Ideal, nämlich das ganz krasse Gegenteil zum autoritären Erziehen, das anti-autoritäre Erziehen. Ja. Das war ja im Prinzip, so dachten die Leute früher, ein Instrument der Entnazifizierung. Mhm. Ne? Ja, und Pippi Langstrumpf hat da einen sehr großen Anteil an der Entnazifizierung in Deutschland. Und zwar, jetzt kommen wir nämlich dazu. Also wie gesagt, das ist halt genau das, hat Fred sehr gut zusammengefasst, ist die Ausgangslage, in der wir uns befanden in Deutschland zu der Zeit. Ne? Also wie ist das, Schläge und Funktionieren, das stand an der Tagesordnung halt einfach. Ne? Und es gab von den Alliierten dann gegründete Lese- und Sprechzirkel, wo bei denen gesagt wurde, liebe Eltern, da könnt ihr mit euren Kindern hinkommen, da werden Kinderbücher besprochen, ne? Da könnt ihr, also damit wurde damals geworben mit, da lernen die Kinder lesen und dann werden Werte mitvermittelt und ihr könnt auch mal das ein bisschen abschalten, weil wir kümmern uns mal um eure Kinder und so eine Sachen, aber Voraussetzung ist, dass ihr halt auch mit da seid, ne? Und dann sind diese Eltern, diese sehr autoritären Eltern mit ihren Kindern dorthin gekommen und das war eigentlich eine versteckte, wie kann man sagen, Lehre oder Aufklärung und Entnazifizierung der Eltern, weil denen gezeigt wurde dann, und wie gesagt, Pippi Langstrumpf war da ganz, ganz groß auf diesen Lehrmaterial immer mit drauf, worüber dann gesprochen wurde, nämlich, um den Eltern auch mal wieder klarzumachen, Leute, Kinder dürfen auch Kinder sein. Die müssen nicht funktionieren. Die müssen auch mal rausgehen dürfen. Die müssen auch mal spielen dürfen. Die dürfen auch mal abschalten. So, das geht nicht, dass ihr eure Kinder, auch wenn bei euch die Hütte brennt, und ihr arbeiten geht ganz viel, es geht nicht, dass ihr eure Kinder wie kleine Erwachsene behandelt. Und das war der Gedanke dahinter. Und da war Pippi Langstrumpf ein ganz großer Vorreiter, dass das als Aufhänger genommen wurde, als, guck mal, hier haben wir eine Kindergeschichte. Und aber indirekt wurden die Eltern eigentlich unterrichtet dazu, um denen zu zeigen, guck mal, es gibt doch einfach Sachen, die ihr mit euren Kindern vielleicht auch einfach nicht machen müsst. Und um diese starre Struktur so ein bisschen dahingehend aufzubrechen. Also wie gesagt, Astrid Lindgren kam auch mal nach Deutschland, hat hier einen Preis entgegengenommen, Literaturpreis, und wollte ihre Rede halt unbedingt halten. Und da wurden Worte gesagt, die nach wie vor in Deutschland nachhallen, weil sie eine Geschichte erzählt hat über eine autoritäre Mutter, die ihrem Sohn gesagt hat, ich finde meinen Gürtel nicht, geh raus und such mir einen Stock, damit ich dich verprügeln kann. Und der Junge ist rausgegangen. Brutal. Der Junge ist rausgegangen. Gott. Kam nach einer Weile wieder, weinend, und hat seiner Mutter gesagt, Mama, es tut mir leid, ich habe keinen Stock gefunden, aber hier hast du einen Stein, schlag mich damit. Oh Gott. Wow.
Und das hat sie einfach so stehen lassen, hat sich bedankt für ihren Preis und ist gegangen. Und das soll richtig Wellen geschlagen haben wohl in dieser ganzen anti-autoritären Erziehungsmethode, Beziehung, weil das damals wirklich an der Tagesordnung stand, dass Erziehung Schläge und Misshandlung bedeutete. Und dass Leute natürlich später, wenn sie selber Kinder hatten, umgeschlagen sind zu, nee Mann, ich lass mein Kind einfach Kind sein. Ja. Heute ist das ein bisschen negativ konnotiert, dieses ganze autoritäre, anti-autoritäre Erziehung. Ja, die anti-autoritäre Erziehung. Die anti-autoritäre Beziehung als Gegen- Erziehung. Bewegung, Erziehung als Gegenbewegung zur autoritären Erziehung ist ein Sammelbegriff für eine ganze Gruppe von Erziehungskonzepten. Und bei denen geht es darum, um es mal wirklich zusammenzudampfen, da geht es darum, dass Kinder möglichst wenig Kontrolle von oben erfahren. Also das genaue Gegenteil der autoritären Methode. Pädagogen und Eltern sollen wenig vorgeben. Die Kinder sollen selbst entscheiden, was ihnen gut tut und was sie machen wollen. So wie Frau Langstrumpf, ja. Die Idee kam in den 60ern aus dem linkspolitischen Spektrum und wie gesagt als Gegenbewegung zur Kriegs- und Vorkriegszeit. Und wie genau die antiautoritäre Erziehung aussieht, ist aber sehr schwammig. Es gibt eine unfassbare Anzahl verschiedener Ausprägungen. Es gibt ganz softe Formen, wo es einfach nur darum geht, dass die Kinder sich frei ausleben können. Es geht aber auch hin bis zu extremen Formen, in denen die Kinder bewusst zu marxistischen Revolutionären herangezogen werden sollen. Ja, da kann man wieder sehen, ja. Das eine Extreme hebelt das andere nicht aus. Ne? Ja. Die antiautoritäre Erziehung im Nachhinein betrachtet, ist ein super seltsames Phänomen. Ich habe mich da die letzten Tage ein bisschen eingegraben und mir so Interviews und Augenzeugenberichte auch reingezogen von Leuten, die so erzogen wurden. Und das ist wirklich ein total seltsames Phänomen der Menschheitsgeschichte, weil sich die antiautoritäre Erziehung auch teilweise selbst widerspricht. Da wurden Kinder dazu gezwungen, Wände anzumalen oder Gläser zu zerwerfen, obwohl die das eigentlich nicht machen wollten. Also das widerspricht sich selbst. Ja. Ja. Ich hab Spaß. Und so, ihr Kinder randaliert jetzt. Aber wir wollen doch nur spielen. Nein, ihr müsst jetzt die Wände bemalen. Ach so. Extrem seltsam. Verstehe. Und also was ja wieder eine Form von Autorität also, ist. Chaos, einfach nur dem Chaos zu willen. Ja. Also das ist jetzt ein Extrembeispiel. Viele Menschen, die antiautoritär aufgezogen wurden, fanden das im Nachhinein nicht so geil. Ich habe ein Interview gehört mit einem Herrn, der berichtet hat in einem Familienpodcast und der meinte, im Nachhinein habe ich mich nicht wie ein Kind gefühlt, sondern wie ein Projekt. Mhm. Und diese Kinder haben selbst häufig die Kritik an dieser Erziehungsmethode geäußert, dass ihnen die Anleitung gefehlt hat. Oft auch die Wärme. Die antiautoritäre Erziehung, gerade wenn es so in wirklich politische Ideologien reingeht, ging leider auch oft mit fehlender Wärme einher, weil die Kids wie politische Projekte behandelt wurden. Mhm. Ja. Oh Mann. Und ich hab ein spannendes Zitat gehört von einem Pädagogen, der meinte, Kinder wissen, was sie wollen, aber sie wissen oft noch nicht, was sie brauchen. Ja. Ja, also zum Beispiel abends Zähne putzen gehen oder wenn du blaue Lippen hast, aus dem Wasser gehen. Und wenn du antiautoritär erziehst, dann sagst du, ja, selber schuld. Du hast dir nicht die Zähne geputzt, die faulen weg, selber schuld. Du bist unterkühlt, weil du zu lange im kalten Wasser warst, selber schuld. Aber du bist ein guter Revolutionär, weil du hast dich gegen die Autorität gewehrt. Ja, aber eigentlich machen sie ja genau das Gleiche, was sozusagen die autoritäre Erziehung macht. Sie sehen Kinder als kleine Erwachsene an. Richtig. Ne? Mhm. Oh ja, gute Beobachtung. Selbstverantwortliche. Richtig. Und Kinder können das aber einfach vom Entwicklungsstand noch nicht. Also auch ich bin keine Erzieherin, aber das ist jetzt so meine Beobachtung. Kinder können das einfach noch nicht. Die haben noch nicht das Verständnis, auch für Konsequenzen und was das jetzt mit sich bringt. Und mit Selbsteinschätzung, deshalb ist es ja so wichtig, Grenzen zu geben. Klar, die sollten auch irgendwo erklärt und in einem Rahmen sein und nicht einfach, ne,
bring mir einen Stein, damit ich dich schlagen kann, sozusagen. Ja. Aber es ist trotzdem die Aufgabe der Eltern, auf Kinder aufzupassen und denen eine Vorgabe zu geben, etwas, woran sie sich orientieren können. Das ist ja ganz wichtig, dass Kinder sich irgendwo zugehörig fühlen und sich an etwas orientieren können. Die machen ja auch unglaublich viel nach und finden das ja total cool. Und genau, was ich nämlich noch zu dieser Steingeschichte sagen wollte, das ist ja das Urbedürfnis von Kindern, von den Eltern geliebt zu werden. Genau. Mhm. Das ist ja wirklich, das sind ihre Anker, das sind die, von denen sie abhängig sind und die wollen nur Liebe. Und deshalb machen die alles, was Eltern wollen. Das heißt, wenn ein Kind geschlagen wird, dann gibt es sich immer selber die Schuld. Mhm. Und so, weil, ne? Ja, das hatten, falls du das gehört hast, im Interview mit der Dame von Ankerland, die sich um traumatisierte Kinder kümmern. Ja. Die hat das auch erzählt, dass Kinder dann ganz stark dazu neigen, sich selbst die Schuld zu geben. Genau, bei Erwachsenen ist es auch noch so. Ja, es gibt dieses Zitat sozusagen, wenn du gemein zu deinem Kind bist, dann hört es nicht auf, dich zu lieben, es hört auf, sich selber zu lieben. Spannend. Astrid Lindgren hat in einem Vortrag mal gesagt, ich habe das jetzt nicht wortwörtlich übernommen, sondern sinngemäß zusammengefasst, aber super, super, wie soll ich sagen, clever und deep. Astrid Lindgren sagte in einem Vortrag, Kinder wollen Anleitung durch ihre Eltern und ein gewisses Maß an Ordnung, das wollen sie. Aber es ist auch wichtig, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und ihre Rechte wie das der körperlichen Unversehrtheit zu wahren. Mhm. Also Lindgren hat selber verstanden, dass Kinder ein gewisses Maß an Ordnung wollen. Ja. Ja? Ich glaube, sie hat auch aktiv doch auch damit dazu beigetragen, dass in Schweden mittlerweile halt auch Kinder zu schlagen. Schlag keine Kinder, ne? Ich glaube, das steht jetzt irgendwie außen vor. Aber dass in Schweden zum Beispiel sehr, sehr früh schon auch einfach im gesellschaftlichen Konsens, ne? Und dieser Konsens ist ja einfach nur sind ja Benimmregeln, auf die wir uns still als Gesellschaft geeinigt haben. In Schweden sehr früh schon es sehr verpönt war, seine Kinder zu züchtigen, mehr oder weniger. Mhm. Also diese ganze Sachen hier, mal ein Klaps auf den Po oder sowas, wenn Leute halt irgendwie sagen so, ja, hab ich auch gekriegt, hat mir auch nicht geschadet oder so, ne? Die Schweden waren da schon sehr viel früher, sehr viel weiter als wir, dass sie einfach als Gesellschaft auch schon gesagt haben, das irgendwie in der Öffentlichkeit auch mit seinen Kindern zu machen, das ist nicht in Ordnung. So, das soll man einfach nicht machen. Da war Astrid Lindgren eine ganz, ganz große Vorreiterin, was das anging. Ja. Ein Herr, der antiautoritär erzogen wurde, von dem ich mir ein Interview reingezogen habe, der meinte, dadurch, dass meine Eltern mich einfach alles haben machen lassen, habe ich mich von denen nicht gesehen gefühlt. Mhm. Also ich habe mich ignoriert gefühlt. Ja. Und er meinte, dass als er in der Schule in Kontakt gekommen ist mit Kindern, die in Anführungszeichen normal erzogen wurden, hat er die total beneidet, dass die zu Hause Regeln befolgen müssen, weil die so aus seiner Perspektive von ihren Eltern gesehen und wahrgenommen werden. Mhm. Also wenn du zu deinem Kind sagst, ey, du kannst alles machen, ist mir scheißegal, fühlen die sich ignoriert. Ja, und dann suchen sie nach Aufmerksamkeit, sei es durch Auffälligkeiten in der Schule, durch entweder besonders gute oder besonders schlechte Noten. Einfach dieses, beachte mich, nimm mich wahr. Mhm. Das ist auch immer das, wie Pippi Langstrumpf auch immer verklärt wird mit diesem Frechsein halt. Ne? Ja. Das ist nicht, weil sie Aufmerksamkeit möchte oder ähnliches, weil sie sucht ja nicht aktiv den Streit. Sie ist ja einfach, wie sie ist und Leute sprechen sie darauf an, weil sie halt aus diesen Normen halt so rausfällt und dadurch gerät sie ja dann in Schwierigkeiten. Sie ist aber nicht verhaltensauffällig dahingehend, dass sie halt irgendwie Stress will oder ähnliches dann, ne? Ja, Der pädagogische Konsens, sage ich mal, heutzutage ist, dass die antiautoritäre Erziehung komplett gescheitert ist. Dass das eine Scheißidee war. Viele Kinder sagen, es war scheiße. Also heute Erwachsene. Heute Erwachsene sagen, es war scheiße. Viele damalige Kinder, die so erzogen wurden, wendeten sich dann später dem Gegenteil zu. Viele Kinder, die antiautoritär erzogen wurden, haben selbst ihre eigenen Kinder dann autoritär erzogen. Auch gruselig, ne? Hier hatten extrem mal wieder eine extreme Gegenbewegung geschaffen. So, das Pendel schwenkte mal wieder zu arg in die andere Seite. Die antiautoritäre Erziehung spielt in der heutigen Pädagogik praktisch keine Rolle mehr. Mhm. Viele sehen dieses Konzept auch gar nicht als Erziehungsstil, sondern eher als politische Ideologie. Ja. Ich glaube auch eher, also es gibt dieses Konzept mittlerweile, was glaube ich sehr in ist von der bedürfnisorientierten Erziehung. Ich bin da nicht so ganz im Thema, aber ich habe das Gefühl, dass Pippi nicht anti-autoritär erzogen ist, sondern eher
bedürfnisorientiert. Mhm. Das ist heute der heiße Scheiß in der Pädagogik, die sogenannte autoritative Erziehung. Also das ich kannte das Wort vorher auch nicht. Die autoritative Erziehung zeichnet sich dadurch aus, dass zwar schon ein hohes Maß an Kontrolle ausgeübt wird von Eltern und Pädagogen, aber auch die Bedürfnisse des Kindes gewahrt werden und auf die Bedürfnisse des Kindes eingegangen werden. Also ich gebe dir Kontrolle und Ordnung von oben ganz klar vor, aber ich gehe auch auf deine Bedürfnisse ein und wir können auch mal kuscheln und schmusen und dabei Pipi lesen. Ja. Das hat mein Onkel und meine Tante haben das relativ häufig gemacht mit meiner Cousine. Dass das dann halt auch immer war, weißt du, das Kind wird mit einbezogen und hat auch selber als kleines Kind auch das Gefühl gekriegt, dass sie Sachen mit entscheiden darf. Aber was sie entscheiden darf, das wurde halt von den Eltern vorgegeben. Dann ist es dann halt auch so, pass auf, Folgendes. Du darfst dir jetzt eine Tafel Schokolade hier, wo wir gerade im Supermarkt sind, du darfst dir eine Tafel Schokolade aussuchen. Und ich stelle dir zur Wahl, also du darfst dir eine aussuchen. Und ich stelle dir zur Wahl, entweder darfst du so vorm Essen, darfst du was davon haben, oder als Nachtisch. Wenn du sie vorm Essen nimmst, gibt's heute Abend nur eine kurze Geschichte zu lesen. Wenn du sie danach nimmst. Kompliziert. Manipulation. Nee, pass auf, wenn du sie danach nimmst, lese ich dir sogar noch eine zweite vor. Und Alter. Dann ging das große Denken immer los. Und dann hast du wirklich so, wenn Kinder wirklich dastehen, wenn du das machst. Was mache ich denn jetzt? Klingt beides toll, aber Schokolade! Und dann gab es doch wirklich den Fall teilweise, dass dann gesagt wird, nee, dann möchte ich gar keine, aber dann will ich drei Geschichten. Okay, dann machen wir keine und dann gibt's drei Geschichten. Erfolg. Alles klar, dann komm an die Kasse. Oh. Beschiss. Geil! Ey, diese ganze Nummer mit der autoritären Beziehung, die ist ultra weird. Da gab's, halt auch so Fälle, wo den Kindern gesagt wurde, du musst beim Essen aufessen. Und als Begründung wurde der Welthunger herangezogen. Ja. Also hey, die Kinder in Afrika haben nichts zu essen, deswegen musst du jetzt deinen Teller aufessen. Schön. Was seltsamerweise wieder autoritär ist. Und wie soll ein Kind dieses Argument denn verstehen? Ja, genau. Ne? Es ist auch, ja, und da geht es ja auch immer so ein bisschen um die Sache, ne, mein eigenes Unglück, ne? Von wegen, denen geht es viel schlechter als dir. Oder iss auf, sonst geht es denen schlecht, sonst hat ja mit dir nichts zu tun. Das geht ja auch in die Richtung Strafen und Belohnung. Das gibt es ja auch noch, dass man sagt, man soll nicht strafen und belohnen. Aber eigentlich geht es ja eher um den Bezug. Ne, in dem Fall ist es, wenn du nicht auf isst, dann, keine Ahnung, hungern die Kinder oder du kriegst keine Geschichte vorgelesen. Das hat ja aber allerdings nichts mit dem Essen zu tun. Was der Erwachsene eigentlich sagt, ist, ich möchte, dass du auf isst, weil ich das gerne möchte. Ja. Und das ist ja immer so ein bisschen der Unterschied. Ist die Strafe jetzt sinnvoll? So nach dem Motto, okay, du hast jetzt deine Apfelschorle ausgekippt, dann gibt's halt keine neue. Das hat miteinander zu tun, ist eine Strafe. Wenn du sagst, du hast deine Apfelschorle ausgekippt, jetzt darfst du morgen nicht spielen gehen. Das hat nichts miteinander zu tun. Das ist nur Macht. Und das muss man auch so ein bisschen. Ich habe auch mal gelesen, halt Kindern auch so Handlung und Konsequenz bei solchen Sachen halt auch irgendwie aufzeigen. Gerade wenn die anfangen, irgendwie auch, weiß ich nicht, ihren Teller das erstmal irgendwie selber haben als kleines Kind und den dann auch mal ganz gerne irgendwie runterschmeißen von ihrem Hochsitz dann halt irgendwie. Und dass du dann halt als Elternteil eben nicht es machen sollst, den gleich wieder nehmen und hinstellen sollst und das im Prinzip in einen Starrwettkampf ausartet mit, Alter, ich will jetzt, dass du das hier auf isst und du hast dich nicht zu beugen, sondern dass dann halt einfach man am besten reagieren sollte wohl mit, ist der Teller weg. Ja. Ja, ist jetzt doof. Ne? Jetzt hast du ihn runtergeschmissen, jetzt ist kein Essen mehr da. Was machen wir denn jetzt? Ja, das Ganze. Da müssen wir wohl zum Nachtisch übergehen. Gibt's Früchte? Das Thema. Ist aber trotzdem noch was zu essen. Das Thema Kindererziehung ist wirklich unfassbar mannigfaltig und kompliziert. Und in der Praxis ist es dann sowieso alles viel schwieriger und nervenaufreibender als in der Theorie. Ja. Aber so viel mal zur Theorie. Und um den Bezug zu Pippi noch mal kurz herzustellen. Die Bücher in den 40ern von Lindgren, die waren ultra progressiv. Ja. Denn damals war der autoritäre Stil an der Tagesordnung. Mhm. Das war ultra progressiv und seiner Zeit voraus. Wilde Abenteuergeschichten. Und das war ja ein Spiegel, also sie hat ja im Prinzip einen Spiegel der Gesellschaft da gebaut, weil sie in eine Welt, die von Regeln und sinnlosen Normen geprägt ist, diese kleine Rotzgöre gesetzt hat. Ja. Die der Gesellschaft den Spiegel vorgehalten hat. Ja. Guck mal, viele eurer Regeln sind voll sinnlos. Der soziologische Disruptor. Ja. Ja. Und als in den 60ern die super erfolgreichen Serien kamen,
waren die auch wieder voll am Zahn der Zeit, weil die antiautoritäre Bewegung und die ganze Entnazifizierung und die Studentenbewegung voll am Start war. Mhm. Ja? Also mal abgesehen davon, dass Lindgren nichts für antiautoritäre Erziehung übrig hatte, wie wir gerade festgestellt haben. Die Serie war voll im Zahn der Zeit. Das war Top-Notch-Gesellschaftskritik damals. Mhm. Ja. Ja, gerade auch in Hamburg, wo sich halt auch dann Studentenbewegung, ne, Muff von 1000 Jahren unter den Talaren, ne, man erinnert sich von den Protestbildern dann noch so, ja klar. Und vor allen Dingen halt auch, sorry, dass ich da auch mal drauf zu sprechen komme, nicht nur im Erziehungsstil, sondern halt auch die Figur Pippi für die, wie kann man sagen, die Freiheit der Frauen. Ja. Dann halt auch einfach endlich mal das zu tun. Ich meine, wir hatten in Deutschland ewig lange, dass der Hausvorstand sukzessive Mann dann in dem Fall entscheiden durfte, ob die Frau zum Beispiel überhaupt einen Job haben darf oder nicht. Und konnte und alles und total abgefahren. Und da geht Pippi natürlich voll in die also grätscht er da voll rein, weil sie gibt ihr eigenes Geld halt aus. Richtig. Ne? Jetzt kann man natürlich nicht sagen, gut, jetzt wächst das Geld nicht auf den Bäumen und jetzt kannst du nicht einfach vom gemeinsamen Konto irgendwie permanent das Geld halt irgendwie rausschmeißen. Du kennst ja nicht ihr Depot. Ja, genau, aber da kann man doch wieder sagen so, ja, okay, aber Pippi ist ein Kind. Ja. So, und du bist erwachsen. Und du solltest, wenn du erwachsen bist, in der Lage sein, über dein eigenes Geld zu verfügen. Ja. Ich finde das mit dem Vater halt auch total spannend. Der ist ja einfach, der ist ja nicht da. Der ist ja woanders, weil der einfach nicht da bleiben kann. Aber was an dieser Beziehung total spannend ist zu Pippi, klar, der könnte sich ein bisschen mehr darum kümmern, dass dem Kind auch irgendwie gut geht, dass es zur Schule geht, was weiß ich. Aber was der tut, ist, der vertraut seiner Tochter bedingungslos und der traut ihr extrem viel zu. Der traut ihr zu, dass sie alleine klarkommt, dass sie sich um diese Tiere kümmern kann, dass sie dieses Geld ausgibt. Und der vertraut ihr, dass sie auf eine einsame Insel fährt, um ihn zu retten. Das ist jetzt, muss man mal darüber reden, ob das jetzt schlau ist, ob er wirklich der Vater in dem Fall ist. Hey, es ist Pippi Langstrumpf. Ja, es ist Pippi, ja, okay, sie ist auch die Heldin, sie darf das auch, sie schafft das auch und das wissen wir auch. Wenn Fred in 12 Jahren einen Darmdurchbruch hat und dann seinen 12-jährigen Sohn so, bring mich ins Krankenhaus, zieh mich einfach an der Kapuze, aber Papa, zieh! Erst in 12 Jahren. Mit 6 kann er das eigene Geld verdienen. Hier ist der Geldkoffer. Rette mich vor der Pizza-Urknall. Ja, aber das ist halt total spannend mit dieser Beziehung zum Vater. Und die liebt den ja auch abgöttisch. Und da ist ja ohne Aufmerksamkeit, die haben da einfach so ein ganz tolles Verhältnis. Ja. Und das müssen sie auch, weil die Mutter ist tot. Die haben nur einander. Die müssen zueinander halten, damit das klarkommt. Ja, Mann, und das, wenn ich da noch meine 5 Mark dazugeben kann, was ich so an Erziehungstheorie aufgeschnappt habe, das sagen ganz viele Pädagogen, das kannst du in ganz vielen Studien nachvollziehen und Büchern lesen. Es gibt eine Sache, die unfassbar wichtig ist für Kinder beim Aufwachsen, nämlich stabile, verlässliche und warme Beziehungen. Ja. Wie zum Beispiel zum Kapitän Ephraim, zum Papa. Ja, wenn du ein gutes Verhältnis hast zu deinen Eltern, dann ist die Welt nicht mehr so trist und so gefährlich. Richtig. Das ist was ich auch immer gesagt habe. Wenn ich ein Kind habe, hätte ich halt super gerne, wenn es mal in der Scheiße steckt, ne, dass es halt nicht heißt, fuck, jetzt muss ich meinen Vater anrufen oder meine Mutter, jetzt muss ich meinen Eltern davon erzählen, gib's auf die Mütze, sondern dass ich hoffentlich mein Kind so gut erzogen habe, dass es sagt, ich komme nicht weiter, ich brauche die Hilfe meiner Eltern und deswegen anruft. Und, weißt du? Ja, und selbst wenn es irgendwas ist, was du als Elternteil verboten hast, dass das Kind trotzdem noch so viel Vertrauen in die Beziehung zu dir hat, dass es sagen kann, ich stecke in der Scheiße und dass die Eltern dann schon sagen, okay, du kriegst jetzt auch eine dementsprechende Strafe, aber dass das Kind trotzdem keine Angst hat, zu dir zu kommen. Ich glaube, das ist das Wichtigste und das Beste, was du erreichen kannst irgendwie. Ja, oder wenn es halt schon heftig in der Scheiße steckt, dass du am Ende vielleicht nicht nur hinstellen kannst. Hast du Angst gehabt? Ja. War Scheiße? Ja. Das ist Strafe genug. Ja, genau. Das hat ihr gelernt. Merkst du selber. So, nächstes Mal helfe ich dir nicht. Richtig. Oder jetzt habe ich dir geholfen, jetzt weißt du, wie du es machen kannst. Richtig. Aber verscherz es dir nicht mit mir, denn ich weiß, wo meine Leiche versteckt. Ja, Pippi Langstrumpf. Wunderbar. Wunderbare Geschichten. Ein toller Charakter. Ja. Wir lieben sie. Ist so aktuell wie eh und je. Du warst eher skeptisch. Richard, du hast am Anfang eher gesagt, oh, Podcast-Folge über Pippi Langstrumpf, ich weiß ja nicht, ich finde die irgendwie doof, oder? Ja. Aber hast dann deine Meinung so ein bisschen geändert? Ja, weil dann jetzt auch, wenn man sich das halt nochmal angeguckt hat, weil ich hatte nur noch im Hinterkopf, Pippi Langstrumpf, die ist, und tatsächlich, da spricht jetzt der über 30-jährige Richard, die ist laut, die ist nervig, irgendwie ist die
Ich hatte ehrlich gesagt noch im Hinterkopf, dass die einfach ungerechtfertigterweise halt irgendwie scheiße zu anderen Leuten halt einfach ist. Mhm. Bis ich es mir jetzt mal wieder angeguckt habe und selber festgestellt habe, nee, sie ist eigentlich sie ist so ein bisschen, sie stellt sehr viele dumme Sachen halt auch in Frage. Mhm. Und stellt sich dann halt als der Gegenpol dazu halt hin. Völlig souverän, völlig selbstsicher. Wo man sich auch teilweise, also sorry, ich bin nun mal in den Nachwehen des Mauerfalls halt irgendwie groß geworden. Das klingt irgendwie eklig. Immer, ja. Immer, auf jeden Fall. Aber wo du halt auch Leute hattest, so wie gesagt, die von DDR und einem totalitären System halt auch geprägt sind, wo du dann, wenn du mehrere Sachen oder Autoritäten hinterfragt hast, jetzt in meinem Fall, dann halt auch solche Sprüche kamen wie, ja, so jemand wie Richard, der wäre früher von der Straße gekascht worden. Das habe ich von mehreren Lehrern damals gehört. Wo du halt auch selber da stehst, so, das kann es einfach nicht sein. Und ich habe mich selber hier und da in der Pippi Langstrumpf halt auch selber wieder erkannt und gesehen, okay, das Thema ist nach wie vor aktueller denn je. Ja, Mann, das kennt jeder. Man muss nicht in einem totalitären System groß geworden sein, um das Problem zu kennen. Alberne und sinnfreie Regeln im Alltag. Ja. Ja, vor allen Dingen, Sachen dürfen auch mal hinterfragt werden. Ihr müsst nicht blind machen, was euch gesagt wird. Es ist okay zu fragen, weil ich habe damit nach wie vor ein Problem. Ich habe ein Problem, einfach nur eine Anweisung zu kriegen, weil ich habe dir das gesagt. Nee, ja. Sag mir doch, wofür es ist. So, ich kann mich auch selber dazu entscheiden, ob ich das doof finde jetzt oder nicht. Ja. Ne? Oder mich dazu entscheiden, auch wenn ich es doof finde, dir zu helfen. Aber sag mir doch, wofür es ist. Aber geh nicht davon aus, dass ich einfach blind mache, was du mir sagst. Es hilft auch so ein bisschen, das Problem zu verstehen, wenn einer erklärt, was meint man jetzt damit, warum muss man das machen? Dass man dann auch einfach weiß, okay, dafür mache ich das jetzt und so willst du das auch haben, sozusagen. Was ich noch ganz spannend finde, was ich noch mal sagen wollte, so als kleinen Fact, bei den Nachbarskindern, Tommy und Annika, die sollen ja so ein bisschen das Gegenbeispiel zu Pippi sein, deren Eltern denen alles vorschreiben und sowas. Auch die leben in einem Lebensstil, der heute gar nicht mehr möglich wäre. Ich meine, die werden morgens aus dem Haus gescheucht und abends um 18 Uhr sagt die Mutter, wo sind die Kinder eigentlich? Ne, also die sind die ganze Zeit am Rumlaufen und keiner guckt, wo die sind. Also eigentlich, das ist auch heutzutage nicht mehr möglich. Heutzutage haben alle Kinder diese Tracker-Watch, sodass, ja. Also wirklich, wo dann die Eltern sagen, oh, die sollte längst zu Hause sein aus der Schule. Das gibt's ja wohl nicht. Ey, das habe ich auch bei so vielen Eltern oder teilweise auch Großeltern irgendwie schon gesehen, wenn dann das Kind das erste Mal irgendwie ein Smartphone oder sowas bekommt, der Grad hin dazu, jemanden, also meinem Sohn dann auch später, wenn er alt genug ist, zu sagen, hier hast du ein Smartphone und ich habe aber vorab das Spionagesoftware darauf installiert. Nee, boah, die Versuchung ist megamäßig groß. Na klar, und ich sehe das bei manchen halt auch einfach, und das finde ich immer wieder witzig, dass ich das nicht bei Eltern so großartig sehe, aber bei manchen Großeltern, die das machen. Ja, also das sollte man dann schon, glaube ich, mit den Kindern absprechen. Das ist da drauf, das ist nicht, damit ich dich kontrolliere, sondern einfach, weil das ist eine Großstadt. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Du könntest sonst wo liegen. Damit ich dich, also keine Ahnung. Ja, ja, in Hamburg ist es ein bisschen schwierig zu sagen, du kommst rein, wenn die Laternen angehen. Ja, genau. Welche Laternen? Ja, ja, bei Pippi, jetzt wo du drüber sprichst, später im Laufe der Serie ist es ja sogar so, dass die Eltern von Annika und Tommy okay damit sind, dass Pippi auf Annika und Tommy aufpasst. Ja, das ist total geil. Weil sie halt ultra stark ist und gut Dart spielen kann. Und nicht als Kind gesehen wird. Es gab diese eine Szene, auch wo sie irgendwie am Frühstückstisch sitzen und Tommy und Annika sagen, du meckerst immer, wir reißen aus. Natürlich meckert auch nur die Mutter, der Papa ist natürlich der Coole, aber ne, wir reißen aus, alles doof. Und dann sitzt da Pippi daneben, legt ihre Füße auf den Tisch und die Mutter sagt da nichts, wo sie, glaube ich, ihre eigenen Kinder so dermaßen zur Schnecke gemacht hätte und sagt, ach Pippi, glaubst du, meine Kinder reißen wirklich aus? Willst du nicht mit ausreißen? Passt du auf die auf? Und Pippi sagt, klar, mach ich. Muss halt auf meinen nervigen Affen, der beim Dreh total anstrengend ist, aufpassen. Aber stimmt. Ne? Und dann ist das okay. Die sieht Pippi gar nicht so als Kind an. Ja. Also die Mutter. Im späteren Verlauf. Ja, genau. Also man muss tatsächlich mal sehen, eigentlich sind die Eltern von Tommy und Annika total cool und relaxed. Also klar sagen die, ihr solltet um 9 zu Hause sein. Die sagt ja auch nicht, weil ich das sage. Die sagt, weil wir uns Sorgen gemacht haben. Die ist auch bei Pippi. Ja, die wohnt alleine. Ja, meine Güte. Und wo sind eigentlich die Kinder um 9 Uhr abends? Die ist total entspannt und sieht Pippi immer als gleichwertig an. Und hat auch überhaupt kein Problem damit, dass ihre Kinder mit diesem schlechten Einfluss rumhängen. Ja. Das ist total spannend.
Ja, zum Schluss kann man nur noch eins sagen, ich bin Team Brüsselise. Ich kann die Frau ist total cool. Ich weiß gar nicht, warum die immer gefoppt wird. Und ich muss ein kleines Geständnis abgeben. Ich bin Team Kleiner Onkel. Ich muss ein kleines, weirdes Geständnis abgeben. Und zwar fand ich Tante Brüsselise auf eine seltsame Weise sexy. Ja, ich sag dazu nichts. Ich sehe das ähnlich. Nee, jetzt irgendwie gar nicht so fand ich die hot. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, ich beende die Folge jetzt einfach langsam mal. Ja. Nee, das ist okay. Das sind doch Sachen, die kann man auch einfach mal im Raum stehen lassen. Ja, das ist, ich meine, kommt mal zu Brainfuck. Da gibt es einen ganzen Part darüber, dass sich erwachsene Männer darüber auslassen, dass in ihren Lieblingskindergenres zu wenig gebumst wird. Ja, Leute, kommt zu unseren Live-Shows, kommt zu unseren Bühnenshows. Tickets und Infos unter kackundsach.de. Sarah, warst du schon mal bei einer Live-Show von uns? Ich war sogar schon bei zweien. Du warst bei unserer allerersten Testvorführung 2018. Ich habe sogar ein T-Shirt von der noch. Geil. Ja. Alter. Und dann warst du im Knust in Hamburg nochmal dabei, oder? Ja, genau. Ja. Oh Gott, was du alles weißt. In so vielen Häusern in Hamburg waren wir jetzt noch nicht. Ich wollte gerade sagen, so häufig waren wir jetzt in Hamburg ja nicht, weil es ist auch immer auf der anderen Seite immer weird, zu Hause aufzutreten. Letzte Show vor Corona. Stimmt, ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann tatsächlich einen kleinen Teaser auf die nächste Woche geben. Und zwar, wir sprechen nächste Woche schon wieder über etwas, das auf einem Kinderbuch basiert. Das war jetzt Zufall, das war jetzt planerischer Zufall. Das sind jetzt nicht die Kack- und Sach-Los-Wochos. Ja, wir haben nächste Woche auch wieder einen spannenden Gast, der in eine ganz andere Richtung geht als Sarah und auch aber sehr eloquent und sehr spannend wird. Nächste Woche auch wieder mit einem Kinderbuchthema, bin ich mega gespannt drauf, Leute. Boah, das wird wirklich cool. Und das reicht's auch da mit dem Teaser, ne? Ja. Ah, Sarah, du bist ja, wenn wir so Gäste da haben, wenn wir hochwertige Gäste da haben, lassen wir oft hinterher das Hörerfeedback und die Rezensionen weg, weil wir die Gäste nicht nerven wollen. Aber du bist ja Hörerin deswegen können wir was mit dir machen, oder? Oh ja, sehr gerne. Ja? Willst du das mitmachen? Ja, du musst jetzt mitmachen. Ich habe ja sonst keine Unterstützung. Oh ja, klar. Setz das gleich in meine Bucketliste. Ja, Leute, schreibt, wenn ihr Ideen habt, Kritik, Feedback, Ergänzungen, Lobhudelei und so weiter, schreibt einfach über unser Kontaktformular auf kackundsach.de. Und hier kommt jetzt das Feedback. Ich muss etwas leiser sein, merke ich. Aber guter Eindruck. Du hast kurz die Tonhöhe geändert. Du hast ja gleich noch einen. Liebe Sarah, hast du Minecraft gespielt? Nein. Oh, aber du weißt, was Minecraft ist? Ja. Es gab nämlich relativ viel Feedback zur Minecraft-Folge. Relativ viel ist gut. Das war eine richtige Welle, ja. Alter. Emil schreibt, unser Hörer Emil, den kennen wir jetzt schon von mehreren Live-Auftritten. Das ist ein sehr intelligenter und engagierter junger Mann, der uns auf unserer aktuellen Tour Brainfuck fast schon hinterherreist. Ja. Und er schrieb, hallo Kakonauten. Ich bin's Emil von der Kölner Live-Show. Ihr hattet gesagt, ich soll euch eure Fehler in der Minecraft-Folge aufzeigen. Also Zitat Fred Hilke, jetzt wird gefickt. Erstens, der an Slenderman angelehnte Mob heißt Enderman und spawnt in jeder Parallelwelt. Mhm. Ja klar, im Spiel heißt der Enderman und nicht Slenderman, aber ja, ist klar, worauf das anspielen Fehler soll. Fehler sind Fehler, auch wenn sie noch so klein sind. Punkt 2, was ihr nicht erwähnt, von Minecraft gibt es zwei Versionen, Java und Bedrock. Erstes für PC und zweites für Handy und Konsolen. Das haben mehrere angemerkt, dass wir über die Java-Version noch sprechen und nicht über die Bedrock-Variante, die sehr viel umfangreicher und noch mehr Story mehr haben soll, ne? Nee. Boah, Richard, Gott, ich hab hier die nächste Scheiße schon erredet. Du reitest uns in die Scheiße rein. Das geht auf mein Konto. Also das war jetzt streng genommen kein Fehler von uns, aber viele Minecraft-Fans haben gesagt, sie hätten sich gewünscht, dass wir nochmal auf den Unterschied eingehen. Das war kein Fehler von mir, aber ich habe das weggelassen. Ich hätte es reinnehmen sollen. Es gibt nämlich zwei verschiedene Versionen. Die Java-Version, das ist so das alte, das Original Minecraft. Mhm. Und es gibt das neuere, die Bedrock-Version. Das ist die Windows-Version von Minecraft im Prinzip. Mhm. Wenn du dir heute im Game Pass Microsoft runterlädst, bei Windows kannst du entscheiden, ob du Original Java spielen willst oder Bedrock Edition.
ich habe ja gemeckert über den Monetarisierungsscheiß im Microsoft Store bei Minecraft und so. Das bezieht sich alles auf die neuere Bedrock-Version. Ah. Die alte Java-Version kann man sehr viel einfacher modden und verändern und sich kostenlose Mods und Shaders und Gedöns relativ easy runterladen und so. Vergebt mir das, liebe Minecraft-Community. Mir war nicht bewusst, wie wichtig euch diese Unterscheidung ist. Ja. Redstone auf mein Haupt. Ist ja nur so, wenn sich zwei Minecrafter treffen, ne? Wo spielst du? Java oder Bedrock? Deine Mutter spielt. Ja, und Emil schreibt, was mich zum nächsten Punkt bringt, in der Java-Version haben Waffen einen Cooldown, in dem sie weniger Schaden machen, weswegen schneller klicken da nicht gleich mehr Schaden bedeutet. Ja, also Mouse-Abusing macht da nicht so viel Sinn. Sarah, du verstehst gerade nur Bahnhof, ich hab hier gerade so eine kleine Flatline im Kopf. Ich geh grad die Einkaufsliste von morgen durch. Ja. Ja, kaktastische Grüße. Emil, Fun Fact, das teuerste staatlich finanzierte Klo kostet 14 Millionen Euro und steht in der ISS. Cool. Ja. Zuschrift zu Minecraft habe ich noch von Jeffany. Den Sinn dahinter, den Enderdrachen zu besiegen, der ist es, um die Welt des Ende zugänglich zur Erkundung zu machen, denn dort gibt es auch fliegende Schiffe zum Erkunden, in denen man zum Beispiel Elytren finden kann, mit denen man auch im Überlebensmodus fliegen kann. Paris, Athen, auf Wiedersehen, Jeffany. Also ihr merkt schon, wir haben alle nie das Minecraft-Endgame gesehen. Mhm. Und eine Zuschrift habe ich noch. Wir schauten nicht in das Underworld. Dann ist auch Schluss. Oh Gott. Und zwar von Lisa. Hello, meine Lieblingskackhaufen. Eure Minecraft-Folge war mega. Dieses Game hatte sogar einen Platz in meinem Mediendesign-Studiengang. Es war einerseits eine der 6 Aufgaben im Einstellungstest. Man hatte 15 Minuten Zeit und musste spontan ohne Vorgaben irgendwas bauen. Denke mal als Kreativitätscheck oder so. Und andererseits haben wir damit im ersten Semester die Grundlagen vom Coding gelernt. Dafür haben wir auf unserem Hochschulserver gespielt. Und das höhere Semester machte sich einen Scherz daraus, sich heimlich in den Server zu hacken und sich unsichtbar überall hinzuschleichen und alles in die Luft zu jagen. Cool. Ja. Ganz viel Liebe an euch und macht weiter so geilen Shit, Lisa. Ja. Sarah, bist du Gamerin? Schon. Was zockst du so? Oh Gott. Was ist so dein Lieblingsspiel oder deine Spiele, die du immer wieder anfasst? Also jetzt gerade habe ich Spiritfarer gezockt. Ah. Das ist großartig. Also ich bin eher so die Fraktion Skyrim, The Witcher. Geil! Nice. RPG und ab und zu mal ein Strategiespiel. Ja. Mhm. Was zum Beispiel? Was ich immer wieder raushole, sind die ursprünglichen Siedler 3 und 4. Geil! Geil! Lieb ich. Und ich scheitere immer an der gleichen Stelle und habe ich keine Lust mehr. Und dann mache ich das gleiche 3 Jahre später nochmal. Geil. Und also das finde ich großartig, so kleinen, dicken Amazonen und so. Aufbauspiele. Ja. Spielst du auch Siedler, Anno? Siedler 2 habe ich. Anno auch? Da bin ich tatsächlich nie rangekommen. Okay. Ja. Aber Siedler bin ich voll bei dir. Ich habe Siedler 2 immer total geliebt. Ja. Und jetzt, ey, Alter, ich bin ja. Also, ich habe ja das Spiel Pharao studiert. So. Das ist einfach so. Seit ich einen Rechner habe, spiele ich Pharaon und auch jetzt nach wie vor immer noch. Und die haben jetzt endlich nicht nur eine HD-Version, sondern wirklich Pharao New Era heißt das. Das ist von einem anderen Studio, haben die dieses Spiel 1:1 in schön nachgebaut. Die Mission-Designs sind auch die gleichen und alle Versionen, die ich immer gespielt habe, ich konnte immer nie zu Ende spielen, weil die früher oder später immer verbuggt waren. Weil wenn deine Stadt irgendwann zu groß wird, dann funktionieren Abläufe nicht mehr so richtig und sowas. Und die haben das aber alles rausgekillt und leckt mich am Arsch, macht das wieder Spaß. Ja. Ich häng da so krass wieder drin, ey. Geil. Oder eins muss ich noch sagen, weil ich habe gesagt, das muss mehr Aufmerksamkeit. Das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe, ist Ghost of a Tale. Es kennt niemand, das ist ein Indie-Spiel, ist aber auch in die RPG-Richtung. Und da spielst du eine Maus, die irgendwie vor Ratten fliehen muss. Witzig. Aber tatsächlich wirklich mit so einer, also schon wie The Witcher, nur sehr, sehr, sehr viel kleiner. Und es ist total schlau, weil du merkst nicht, also du merkst gar nicht, wie schlau dieses Spiel gebaut ist. Also das möchte ich einmal kurz allen ans Herz legen. Es ist großartig. Geil. Sehr schön. Ja, damit kommen wir jetzt zu den Podcast-Rezensionen. Ich kann ja nicht so drüber brüllen. Das war ein War mit Fragezeichen. Der Schleicher unter dem Wars. Ja, gebt uns Bewertungen in den einschlägigen Podcast-Apps. Bei Podcast Addict schreibt Doc Brown:
ChatGPT, schreibe eine Rezension über die Kack- und Sachgeschichten. Kack- und Sachgeschichten ist ein deutschsprachiger Podcast, der von den beiden Moderatoren Jonas Jansen und Moritz Neumeier präsentiert wird. Der Name des Podcasts ist etwas ungewöhnlich und erweckt möglicherweise den Eindruck, dass es sich um einen unangenehmen Inhalt handelt, aber tatsächlich handelt es sich um einen unterhaltsamen und informativen Podcast. Ja. Ich sehe da keinen Fehler, also selbst mit den Namen, das... Korrekt, korrekt. Hast du als Buchautorin Angst, dass ChatGPT und andere KIs deinen Job irgendwann machen? Ehrlich gesagt nicht. Nee? Also, ne, man merkt jetzt schon total doll, dass die manche Dinge nicht können. Die folgen halt ganz normalen Regeln. Also, es hilft manchmal zur Inspiration, das einzugeben. Aber momentan ist es noch sehr, sehr rudimentär und folgt ganz, ganz rudimentären Plotstrukturen. Also jedes Mal, egal was du eingibst, kommt dann raus von wegen und dann trifft er jemanden und heiratet den. Oder ja. So. Das ist immer das Gleiche und es wird immer über Gelaber gelöst und niemals Show and Tell. Es ist immer Tell, 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 Tell. Ja. Mhm. Und das ist, ja. Ja. Hab ja. Ich noch habe ich keine Angst. Aber das ist ja auch nur der Anfang, ja, meine Liebe. Ja, ich weiß. Die ganz aktuelle South Park-Folge, ich habe sie heute noch mehr angeguckt, die hat sich auch mit ChatGPT auseinandergesetzt und haben unter anderem einen Teil der Folge auch damit gemacht, wo es dann auch so losgeht. Und wenn man sich damit auch ein bisschen beschäftigt, gebt ihr vollkommen recht, Das ist sehr viel Tell, 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 kein Show and Tell. Aber hier und da kann es schon mal ganz gut helfen, wenn man mal eine kleine Blockade hat. Und ja. Das Programm kann vor allen Dingen nicht, wie kann ich sagen, kann ich so ein bisschen schwarzen Humor irgendwie noch mit reinpacken. Ich habe es jetzt auch ab und zu mal benutzt, um für die Nomine Party so ein paar Sachen zu überwinden, weil mir auch vielleicht einfach ein Input gefehlt hat. Ne, und habe mal die Situation einfach mal eingegeben. Und das ist echt frustrierend, wenn du was machen möchtest, was irgendwie auch ein bisschen die Leute auch mal sticht, so, ne? Mhm. Kann's nicht. Es wird immer alles, es löst sich immer alles im Guten auf. Gibt immer sehr gefällige Antworten. Ja, es ist niemals mal dreckig und düster irgendwie aus. Also es ist immer alles heikler Sonnenschein bisher. Ja, bei Apple Podcasts kann man uns auch bewerten. Dormenda schreibt, wenn Team America in 2023 gedreht worden wäre, dann wäre Trumps Kopf der Erste, der rollt. Als Puppe. Donald Trump! Liebe Sarah, es war wirklich sehr schön, dass du bei uns warst. Es war wirklich ein sehr toller und großer, will ich mal die Ukulele wegpacken, Mehrwert, dass wir hier eine Kinderbuchautorin bei Pippi dabei hatten und man hat gemerkt, dass du die Scheiße auch liebst und lebst. Ja. Vielen Dank fürs Kommen. Danke. Vielen Dank. Stark. Ich find's mal krass, dann auch mal wieder zu sehen, dass halt auch so ein Kinderbuch wie Pippi Langstrumpf, dass hier im Prinzip, also ihr Autoren, Kinderbuchautoren, auch bis heute noch darunter leidet, weil wenn einer mal den Goldhaufen hingesetzt hat, versucht mal da drauf zu kacken. Ja, so ist ja überall. Ja, ne? Dann haben wir wenigstens eine Messlatte. Ja, aber was für eine. Ja. Deine Bücher, deine Autorenseite, deine Insta-Seite verlinke ich in der Beschreibung dieser Folge. Willst du sonst noch für irgendwas von dir Werbung machen? Fällt mir jetzt nicht so ein. Folgt mir auf Insta, kauft meine Bücher, guckt meine Kinofilme. Ist irgendein Kinofilm von und mit dir in Arbeit gerade? In Arbeit eine ganze Menge, aber dauert noch 2-3 Jahre, glaube ich. Okay. Also ihr guckt das dann mit euren Kindern, bitte. Und aber sonst, Zeichentrickserien werden immer mal wieder wiederholt. Ja. Und ja. Stark, wir verfolgen weiter gespannt deinen Weg und wenn ihr irgendwo in den Credits mal Sarah M. Kempen seht, dann wisst ihr, dass es die aus den, Kack- und Sachgeschichten. Ja, genau so rum. Ja, richtig. Ja. Ja, ich kann mich jetzt schon abmelden. Ich gehe mit meinem Kind, sobald er 4 ist, nur in Hellraiser. Ja. Ja, das war's für heute von den Kack- und Sachgeschichten. Wenn euch unser kostenloser Freefeed hier nicht reicht, dann holt euch mal den Kack- und Sach-Premium-Kanal ab 3 Euro auf der Crowdfunding-Seite Steady. Auch alle Infos hier wieder über kackundsach.de. Den hörst du auch, Sarah, ne? Ja. Ja, natürlich. Natürlich. Lieblingsformat? Das Quizformat? Stuhlprobe, mal Lärchenstunde. Geil. Wunderbar. Sarah ist so ein richtiger Konsument. Was ist eigentlich dein Lieblingsbuch? Und kenne ich. Hast du Lieblingsautoren? Geht mir genauso. Das ist das Problem, ich bin ein Macher. Ich konsumiere so wenig. Ja, Lieblingsspiel, was spielst du häufiger mal? Das kenne ich aber, das geht mir genauso. Ja. Folgt uns auf den sozialen Kanälen. Merchandise und Shit und Gedöns von uns gibt's auch auf kackundsach.de oder auf kackundshop.de. Ja, genau.
Und Augen auf im Kinderbuch, in der Kinderbuchauswahl, in der Buchhandlung. Ja. Wir sehen und hören uns. Sarah, Richard und Fred sagen Tschüss.